Zu den Gebäuden kommen wir gleich. Ich will euch kurz nochmal mit den Personen vertraut machen. Wir haben Roland MacGyver Groh. Er ist Maschinensammler vom Beruf, 33 Jahre alt. Hat eine gruselige Atmung und mag keine Frauen. Er ist vor allem bei uns der... Halt, wo ist sein... Bio? Warte mal, hier sind seine Fähigkeiten. Er ist vor allem bei uns der Forscher... Macht Handwerk und Konstruktion und war es eben, der auch hier die Gruppe ziemlich gerettet hat mit seinem Gewehr, mit seiner Flinte. Habe ich noch was vergessen, was ich zu ihm sagen wollte? Er hat ein Repetiergewehr bei sich. Dann haben wir die gute Princess. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Die gute Princess ist 29, war krankes Kind, ist dann Systematikerin geworden. Mag keine Männer, das passt also ganz gut zusammen. Ist dann noch ein Gourmet. Verweigert Gewalt, also sie wird hier nicht kämpfen. Sie ist insbesondere zuständig, ihr seht es ja hier auch, für Pflanzen. Das ist ihre große Stärke, Tiere. Sie könnte aber auch forschen, wenn wir sie lassen würden. Ja, und Medizin natürlich. Sie hat einen Bruder, der gefangen genommen ist, noch Schauter. Der müsste aber bald zu uns wechseln. Das wird noch ein Thema werden. Genau. Und wichtig noch bei MacGyver, habe ich erwähnt, MacGyver hat einen Freund, das ist der gute Snowden, zu dem wir nachher noch kommen. Und er hat zwei Rivalen, Paula und Carlotta. Also er mag ja keine Frauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er Princess mag, aber Paula und Carlotta mag er nicht. So, dann haben wir Snowden, das ist der dritte, mit dem wir gestartet sind. Konstantin Snowden, er ist ein gezüchteter Soldat, 27 Jahre alt und Raumschiff-Hausmeister. Er hat auch eine gruselige Atmung, ist aber ansonsten ein Optimist, aber gleichzeitig total abgestumpft und ist dementsprechend unfähig, irgendwie überhaupt Fürsorge und Soziales irgendwie zu zeigen, verweigert das komplett. Er ist eigentlich der Soldat, also der Fernkämpfer, im Nahkampf ist er auch ganz gut. Handwerk und Kochen macht er ansonsten noch. Und was ein bisschen merkwürdig ist, er ist ja 27 und Paula ist seine Schwiegertochter. Das kommt aber deshalb, weil die im Kälteschlaf waren, gehe ich mal davon aus. Paula ist nämlich 59. Also das sollten wir noch wissen. So, und die beiden, die haben wir gerettet. Carlotta hatten wir, glaube ich, irgendwo aufgefunden, verletzt und gepflegt. Und die ist zu uns gestoßen. Und Paula, die hat sich gemeldet, weil sie verfolgt wurde von irgendeinem Psychopathen. Der liegt, glaube ich, immer noch im Fluss hier rum. Der war's. Der hat sie verfolgt hier. Cobra hieß der. Die haben wir beschützt und die ist jetzt zu uns gekommen. Also, Carlotta ist 75, Stammeskind, mittelalterlich aufgewachsen, mag keine Männer und sie ist echte Psychopathin. Das ist ihre Charaktereigenschaft. Und sie ist gut im Nahkampf, hat aber leider jetzt gerade gegen den Angreifer, den wir hier eben beim am Ende des letzten Males erlebt haben, deswegen noch das ganze Blut hier, hat da es leider auch nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wurde aber nicht verletzt. Ich glaube, die Geschichte, die Verletzung, die sie hat, stammt noch von der... Doch, sie wurde auch verletzt. Hier, wir sehen es, leichte Maschinenpistole. Aber nicht ganz so schlimm. Snowden sieht übrigens richtig übel aus. Also das ist hart. Der hat immer noch starke Schmerzen, kaum bei Bewusstsein, kann schlecht sprechen und essen. Und ihr seht es, wo er alle Schüsse hinbekommen hat. Sogar in die linke Lunge und so weiter. Also der ist noch richtig, richtig krank. Der wird wahrscheinlich für länger ausfallen, denke ich mal. Okay. Sie, Carlotta, die Psychopathin, mag MacGyver nicht, Snowden nicht und Schauter nicht. Das sollten wir noch wissen. Paula selbst ist vielleicht die Einzige, die irgendwie so ein bisschen normal ist. Allerdings hat sie, was ich hier gerade zum ersten Mal sehe, in der linken Lunge ein wachsendes Krebsgeschwür. Ach du Schreck. Und sie muss dafür behandelt werden. Das habe ich noch nicht. Wusstet ihr das schon? Wussten wir das schon? Und habe ich das vergessen? Ist ja dramatisch. Nun ja, ihre Lungeneffizienz liegt bei 50%. Puh. Okay, da muss sie behandelt werden. Ich sagte, das ist die einzige normale und die stirbt uns jetzt hier. Sie ist Kurzschläferin, hat ein gutes Gedächtnis, ist auch gut in Forschung, sozialen Nahkampf, Kochen. Und wie gesagt, Snowden ist ihr Schwiegervater. Das zu den handelnden Personen. Wir haben hier unten noch zwei Gefangene. Schauter und Rekayem.
die demnächst, glaube ich, zu uns stoßen werden. Und das ist noch ein kleines Problem, weil wir haben noch für die noch keine Unterkünfte. Okay, was haben wir alles getan? Das war hier so unser erster Bereich. Wir haben hier einen Gemeinschaftsraum mit ein bisschen Werkstätten. Wir haben hier einen Vorratsraum, der gekühlt wird. Einen erweiterten Vorratsraum, weil der Chat absolut der Meinung war, dass der kleine Vorratsraum nicht reicht, aber jetzt schon monatelang ausreicht, wie auch immer. Die Kühlung hier haben wir noch nicht angestellt. Dann haben wir im Moment 4 Schlafräume oder auch Aufenthaltsräume, die mit Strom beheizt werden. Hier fehlt noch eine Lüftung, um das mitzubeheizen. Das war eine komplizierte Diskussion das letzte Mal im Chat. Strom erzeugen im Moment vor allem durch die Windturbine, im Notfall durch einen Holzfeuergenerator. Und wir haben hier Pläne geschmiedet, hier weiter auszubauen, wobei diese Pläne hier nicht mehr so stimmen. Wir sind ein bisschen kleiner geworden. Hier wollen wir weitere Zimmer bauen und es ist sogar so im Moment, dass wir tatsächlich für ein von den 5 im Moment noch keinen richtiges, doch im Prinzip das Bett haben wir ja, aber das ist alles noch nicht so fertig, hier kein Strom und so weiter und so fort. Nun gut, und gerade wenn die beiden jetzt zu uns kommen, haben wir natürlich da extra keine Betten, das ist alles so ein bisschen das Thema. So, jetzt ist so, wir sind noch im Herbst, aber der Herbst wird vermutlich jetzt auch enden, wir werden in den Winter kommen, die Aufgabe wird es sein, den Winter zu überleben. Die große Frage ist, haben wir genug Nahrung? Das muss so nebenbei laufen. Und ansonsten müssen wir uns jetzt ein paar Projekte überlegen. Oder eigentlich ist schon ziemlich viel klar, denn wir müssen erstmal hier weiteren Wohnraum schaffen. Dann müssen wir anfangen nach diesem ersten ernsthaften Überfall. Achso, zu dem soll ich noch was sagen. Das war dieser Typ hier. Das war Boss. Boss ist inzwischen tot, aber es war wirklich knapp. Da wurde ein bisschen was verpeilt. Er war plötzlich ganz nah bei. Und Snowden wurde, wie gesagt, angeschossen. Und MacGyver war es dann. Roland MacGyver Grow, der ihn tatsächlich hier um die Ecke stehend noch erwischt hat. Hier liegt tatsächlich noch seine Maschinenpistole. Ja, nachdem das passiert ist, glaube ich, sind die auch jetzt aufmerksam geworden und wollen jetzt Sandsäcke bauen, glaube ich, um sich ein bisschen zu schützen vor dieser Geschichte. So, jetzt habe ich viel gequatscht und nicht auf den Chat geachtet. Ich hoffe, ihr habt mich gehört oder so. Das sind so die Horrormomente. Nahrungsfrage kurz beantwortet. Nein, das ist auch so ein Never-Ending-Diskussion, ob das reicht für den Winter oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Und die anderen so bei der Beerdigung. Paula, welche Paula? Seit wann gibt es Unge in Rimworld und warum ist er gefangen worden? Okay, Leute. wir brauchen einen Friedhof. Ja, das ist in der Tat. Wenn es nicht reicht, ist halt Jagen angesagt. Das sage ich auch. Wir haben Jagen und Beeren haben wir auch noch. Kann man eigentlich noch Beeren im Winter sammeln? Ist das noch möglich? Hängen die im Winter dann rum? Naja, wir haben jetzt hier den Ort für die Leichen ein bisschen hinter den nächsten Hügel gesteckt. So, das Problem ist jetzt als erstes, wir brauchen dringend Eisen. Oder wie heißt das? Nee, Stahl heißt das, ne? Weil wir können hier nicht unsere Leitung zu Ende bauen. Wir können nicht die Stehlampe bauen. Wir können nicht die Lüftung hier bauen. Wir können ganz viel nicht bauen ohne Stahl. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier Arbeit... Ach nein. Befehle geben, dass jetzt hier abgebaut wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo am besten wir abbauen. Vielleicht hier. Ist vielleicht am nächsten dran noch. Oder ob wir da... Wir werden mal gucken, wie viel sind das hier? 1500, mal gucken, was da rauskommt. Und dann sollten wir nochmal bei der Arbeit checken. Ihr seht hier so grob, wer was macht. Bei Bergbau ist bisher nur einer am Start. Ich würde mal sagen, kann Carlotta das? Die hat ansonsten nicht so viel zu tun. Snowden können wir nicht schicken. Princess ist für die Nahrung zuständig. Paula ist 0, sie ist zumindest 2. Ich würde mal sagen, wir geben ihr da noch eine Priorität von 2 auf Bergbau. Was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Okay, Leute, jetzt... Oh, jetzt ist meine Asche hier so mega auf meine Notizen gekrümelt. Was für ein Schweinkram. Jetzt seid ihr nochmal dran. Jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, das war trotzdem okay zum Reinkommen. Jeder Kolonist braucht so 20 Rohnahrung am Tag. Erntelose Zeit dauert so 25 Tage. Oh, das ist viel, ja. Ich gebe es zu. Beeren gibt es noch, außer bei Minustemperaturen. Nur Beeren mit Ä. Im Nahrungsspeicherplan sind einige Tode einfach schon einkalkuliert. Ja, es wäre eine Variante, dass wir
Paula vielleicht so ein bisschen weniger zu essen geben, angesichts ihrer Überlebensperspektive. Gefangene gibt es auch noch, ja. Stimmt. Falls der Hunger übermannt. Das Dorf der Verdammten. Okay, Leute. Ich bin jetzt erstmal nochmal. Also, ich habe auf meiner Liste steht jetzt hier Stahl abbauen und weiter hier diese Buden ausbauen. Weil die sind bald hier auf unserer Seite. Ich verstehe das gar nicht. Verbleibender Widerstand 0,0. Der müsste ja gleich bei uns sein. Verbleibender Widerstand 2,5. Krass. Dann haben die auch nichts zu schlafen. Wie auch immer. Habt ihr noch Vorschläge? Jetzt ist der Moment. Ich werde das regelmäßig fragen. Die blauen Medikoffer müssen nicht frisch gehalten werden. Okay. Da muss ich hier die Lagerzone definieren, oder? Wo ist das dann? Rohstoffe hergestellt? Drogen. Medizin. Die blaue ist diese hier, ne? Warte mal kurz. Welche gemeint ist? Die nennt sich Medizin. Okay, die muss da nicht rein. Ja, ist okay. Hightech-Medizin dann wahrscheinlich auch nicht. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Danke. Ich denke, hier ist das. Ist das dann hier schon eingestellt? Nee, dann muss ich das hier wieder anstellen. Dann nehmen wir das in diesen Lagerbereich rein. Gut, dann lassen wir einfach mal weiterlaufen. Mal langsam erstmal anfangen und gucken, was so los ist. Kein Stress machen. Woran sehe ich eigentlich, ob ich mehr Strom erzeuge? Überschuss. Ah, hier, 1240 überschüssig, oder? Erzeugte Leistung und überschüssig. Ist ja fast gleich, ist ein bisschen merkwürdig. Gut, Paula kocht jetzt, die anderen pennen. Wir müssen auf jeden Fall, das muss nachher laufen, dass wir den Stahl hier kriegen. So, wir können nebenbei mal so ein bisschen hier die Planung nochmal optimieren, denn das war hier fehlgeplant. Aber ja, ich habe noch eine andere Idee. Wir können mit Blaupausen arbeiten. Das ist ja eine Mod, die ich installiert habe. Da brauchen wir gar nicht so planen. Wir kopieren einfach den Kram und kopieren den damit rein. Aber ich würde mal sagen, Priorität hat jetzt erstmal. So, hier wird erstmal Carlotta geholfen. Was hat. Die ist ja auch noch von. Ja, die wird natürlich jetzt nicht abbauen, ist klar. Die Frage ist, was macht MacGyver jetzt? MacGyver geht jetzt und macht Stahl. MacGyver ist überhaupt hier unser Mann für alles. Der erledigt die Feinde und so weiter und so fort. Haut Stahl ab. Ich soll die nächsten Häuser rechts nicht zu eng bauen. Ja, das haben wir schon ein bisschen diskutiert, wie groß dieses geothermische Kraftwerk ist. Aber ich kann das, glaube ich, noch nicht mir angucken, wie groß das ist. Ne? Aber ich glaube, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man das hier hinbauen kann. Ich würde jetzt sofort die Tageslichtlampe erforschen. Dann kann man ganz entspannt ein Gewächshaus für den Winter planen. Forschung läuft gerade. Wir erforschen gerade Solarzellen. Tageslichtlampen. Oh, warte, was jetzt schon wieder passiert? Weiß ich gar nicht. Inspirierte Anwerbe. Ah, okay. Was ist denn mit Paula los? Paula wurde gerade inspiriert. Sie wird ihren nächsten Gefangenen erfolgreich anwerben, egal wie schwierig und wie hoch der Widerstand ist. Das wollen wir doch gar nicht. Die soll sich noch mal Zeit lassen. Die soll da noch ein bisschen rumpennen. Hm. Okay. MacGyver, hast du hier was abgebaut? Ja, du hast ein bisschen Stahl abgebaut. Haben wir wieder Stahl? Wir haben Silber, aber der Stahl ist noch nicht transportiert. Da muss erstmal wieder der Hund kommen. So. Ist denn... Ah, Paula hat sich dort das Zimmerchen schon mal gesucht. Das ist sehr schön. Jetzt gehen alle schlafen. Ich gucke noch mal, was der Chat sagt. Achso, vielleicht muss man die Tür versetzen. Ja, das ist kein Problem. Das machen wir. Der Hund ist der wahre Anführer. Du kannst übrigens Bettruhe runtersteigen, wenn du keine Infektion oder Seuche haben. Müssen die nicht im Bett rumhängen, dann können die ruhig arbeiten, die faulen Säcke. Hm, ist das so? Bettruhe haben wir hier von 22. Warte mal, Bettruhe ist jetzt 8 Stunden. Ja, das finde ich auch ein bisschen viel. Ich finde, wir können tatsächlich
das hier mal runterstellen. Warum ist... Warte mal, was ist das denn hier? Die sind ja noch gar nicht auf Arbeiten gestellt. Wie kommt das denn? Wir werden ab 6 hier Arbeiten ansagen. Guter Hinweis. Und dann sollen die sich hier alle mal entspannen. So. Dann hätten wir es auch geklärt. Okay. So, Carlotta ist vollständig erholt. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Die Priorität für die Kranken, nicht den Tagesplan. Ach, egal, komm, eine Stunde länger. Arbeiten ist doch sowieso ganz gut, oder? Die Priorität für die Kranken? Wo stellt man das denn ein? Weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst und verwirrt mich auch irgendwie gerade massiv. Aber egal. So. Wir machen ein bisschen schneller, weil wir in der Nacht sind. Wir gucken mal, wie die Stimmung bei unseren Leuten ist. Princess geht es ja irgendwie ganz hervorragend. Ne, die Psyche wollten wir uns nicht angucken. Bedürfnisse, ja. Die findet es richtig gemütlich, alles gut. Ja, sie hat ja auch den Kampf nicht mitgemacht. Carlotta ist ja total geil drauf. Gerettet, gut erholt und so weiter und so fort. Was hat jetzt schon wieder gepiepst? Das Pieps macht mich echt ein... Ach, Reisende der Fraktion Herrera befinden sich auf der Durchreise. Wo seid ihr denn? Isabel. Ja, Isabel. Oh, da sind noch ein paar. Aber die sind ja freundlich, oder? Dorfbewohner. Man könnte die anquatschen, aber was sollen die? Ich meinte, wir haben eh keinen Platz mehr. Und wir haben einen neuen. Okay, damit müssen wir uns jetzt mal kurz befassen. Da ist es soweit. Rekayem ist hier und wir haben nichts für sie. Wir müssen also erstmal irgendwie die Basics leider jetzt doch schaffen. Naja, es ist nachts, die machen eh nichts. Wir gucken uns das mal an. Ah, sie ist hier gleich am Transportieren. Das ist ganz gut. Oh Gott, gleich beide jetzt. Ich hab's geahnt. Schauter und Rekayem. Jetzt wird's stressig, Leute. Die fressen uns die Haare vom Kopf. Was macht Schauter denn da? Gehst du zu Snowden? Was machst du bei Snowden? Was hat er da gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Aber Rekayem baut jetzt erstmal. Okay, wir gucken uns erstmal die Leute an. Also... Sie ist ein Höhlenkind und Wissenshüterin. Verweigert nichts, hat die Eigenschaft, Stubenhocker zu sein. Mhm. Sie ist Abstinenzlerin und Pluviophil. Sie liebt den Regen. Sie bekommt einen Stimmungsbonus, wenn es regnet. Vor allem dann, wenn sie sich währenddessen draußen befindet. Großartig. Sie mag Bergbau, Leute. Das ist ja hervorragend. Wir haben jemanden, der Bergbau mag. Anduls, sei gegrüßt. Party! Was geht denn jetzt los? Schauter schmeißt eine Party. Jeder, der dorthin geht, erholt sich, verbessert seine soziale Energie und bekommt zusätzlich noch einen anhaltenden Stimmungsboost. Gott, ist das hier die Untergangsparty? Schauter, wo bist du jetzt? Wo machst du deine Party? Jo, er macht da oben am Bergwerk, macht er seine Party. Zu Schauter kommen wir gleich. Erstmal mit der Ruhe hier. Schauter sind wir schon. Hier. Hatte ich mich bedankt bei dir, Anduls? Vielen, vielen Dank. So. Also, Bergbau haben wir jetzt jemanden. Das ist sehr, sehr gut. Stellen wir gleich ein. Schauter. Oder haben wir noch irgendwas? Bedürfnis. Körper. Alles okay, keine Beeinträchtigungen. Sie hat. Oh Gott, sie mag ja die gesamte Kuh nicht. Außer Schauter. Alle findet sie zum Kotzen. Na toll. Ach so, weil wir sie eingesperrt haben. Das ist also normal. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Sie hat nur ein T-Shirt und eine Hose. Das heißt, wir müssen auch für sie... Wir müssen das... Oh, das lassen wir gleich mal einstellen. Wir müssen hier ein Parker, zwei Parkas und zwei Mützen machen, damit die durch den Winter kommen. Das war die Idee, weil wir hier nur 17 Grad oder so haben. Wenn ich mich recht entsinne. So, Leute. Was wollten wir noch gucken? Also Paula hatten wir, glaube ich, nee. Rekayem haben wir jetzt gecheckt. Logbuch ist nichts Besonderes. Äußerst logisch. Die Beziehung zur Konföderierten hat sich von minus 20 zu minus 30 geändert. Okay. Wird schlechter. Ist das normal, dass die Beziehungen sich verschlechtern? Ja, ich brauche Betten, ist mir klar. Aber
Es ist auch schon wieder morgens. Ich will mir erstmal die Leute angucken. Ne, wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Bevor wir weiter gucken, werden wir erstmal die Arbeit verteilen. Und zwar, wir machen mal Blaupause. Und diese habe ich nämlich hier schon mal erzeugt. Das ist quasi die Kopie dieses Raumes dort. Und das packen wir jetzt mal genau daneben. Und hier auch. So, da könnt ihr euch erstmal dran abarbeiten. Jetzt haben wir auch mehr Leute, die arbeiten. Und jetzt gucken wir mal. Also, Rekayem. Oh, das psychische Brummen hat aufgehört. Das ist doch gut. So, Leute, jetzt machen wir erstmal hier alles. Wie sich das gehört. Was ist hier? Arzt nicht. 220. Okay, Hilfsarbeit lassen wir bei 3. Aufsehen lassen wir weiter bei ihr. Das können wir hier komplett rausnehmen. Tierpflege, nein. Verhandeln. Boah, kann sie noch mitmachen? Kochen, nein. Jagen, nein. Bauen ist sie relativ fähig. Feldarbeit eher nicht. Bergbau. Sie ist die Nummer 1 im Bergbau. Insofern können wir vielleicht MacGyver sogar auf 2 jetzt packen. Die Party ist zu Ende, Leute. Waldarbeit lassen wir mal. Kunst, Handwerk, Transport ist auch okay. Reinigen und Forschen ist sie 6. Sie ist 10. Ja, machen wir mal 4 oder so. Wenn sie gar nichts zu tun hat, kann sie forschen. Hier. So, jetzt kommen wir zu Schauter. Schauter haben wir uns noch gar nicht richtig angeguckt, Leute. Gucken wir uns das nochmal an. Also, Schauter ist ein Geschichtenschreiber und ein Bildhauer. 61 Jahre alt. Verweigert einfache Arbeit, verweigert Handwerk, verweigert Kochen. Hat auch eine gruselige Atmung. Ey, Leute, das ist der dritte mit einer gruseligen Atmung. Kein Wunder, dass die Frauen die Männer nicht mögen. Das kann ich richtig ein bisschen nachvollziehen. Hat ein gutes Gedächtnis und ist freundlich. Wer sagt's denn? Und ist der Künstler per schlechthin. Ist ja unglaublich. Für den müssen wir irgendwie so ein Bildhauer-Werkbank bauen oder sowas. Bergbau ist ja auch ganz talentiert. Und Medizin, geistige Arbeit, naja, Nahkampf ein bisschen. So, wir haben Solarzellen abgeschlossen. Eieiei. Müssen wir auch überlegen, ob wir die jetzt nutzen wollen. Gibt so viel jetzt zu überlegen, Leute. Ich tendiere fast mal zum Pausieren, aber wir machen erstmal hier die Arbeit von Schauter. Okay. Transport will er nicht. Hilfsarbeit muss er machen. Tierpflege nehmen wir ihn mal weg. So, jagen auch nicht. Das musst du nicht machen. Bauen. Nee. Landwirt gar nicht. Bergbau. Bergbau kann er auf jeden Fall mitmachen. Und dann natürlich Kunst, ganz klar. Und Forschen von mir aus ein bisschen. Okay, Leute, dann werde ich mal kurz pausieren, weil wir mal. Ich will mal kurz gucken, was der Chat noch so schreibt. Jetzt wird mit der Nahrung aber richtig knapp. Tja. Pep. Ist Pep der Hund? Pep ist noch am Start. Ich weiß bloß gerade nicht, wo er ist. Wird leider oben nicht angezeigt. Wir brauchen mehr Stühle. Naja, die essen ja nicht alle gleichzeitig. Ja, das Stühle ist nicht so oberste Priorität, würde ich sagen. Ja, warum ich nicht vorab ein paar Gästezimmer und Stühle baue? Klar, wir waren noch nicht in der luxuriösen Situation, so weit vorzuplanen und vorzubauen. Das Gefängnis können wir als Schlafsaal definieren. Bergbau weg bei MacGyver. Okay. Gut, das ist wahrscheinlich ein guter Hinweis. MacGyver hat genug zu tun, der kann anderes machen. Das machen wir so. Beziehungsweise wir müssen das nicht ganz wegmachen, aber so auf, keine Ahnung, 4 Stellen. Wie kann er Handwerk verweigern und Bildhauer sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ein Job, ein Mann. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, aber transportieren, weiß ich nicht. Das ist ja, glaube ich, kein Skill, oder? Das können ja alle immer nebenbei so ein bisschen machen. Das Gefängnis kann als Gästezimmer dienen. Ja, das ist in der Tat erstmal eine gute Möglichkeit. Müssen wir das, wie machen wir das? Müssen wir das mit Zonen umdefinieren?
Oder kann man einfach die Betten definieren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gefangene schalten wir aus. Für Gäste. Das ist ja nicht für Gäste. Das heißt, jetzt können sie eigentlich schlafen, wenn ich das richtig sehe. Übergangsweise. Lassen wir mal weiterlaufen. Gucken wir uns das mal an. Ach so, die Frage ist Solarzellen. Wie funktioniert das und wie können wir das nutzen? Wir haben jetzt eine Solaranlage. Brauchen wir 100 Stahl für. Drei Bauteile. Produziert Strom aus Sonnenlicht. Funktioniert nicht im Dunkeln und mit künstlichem Licht. Ist sicher eine sinnvolle Sache. Vielleicht nicht prioritär, aber sinnvoll, würde ich sagen. Und wir sollten vermutlich gleich nochmal neuen Stahlabbau hier beginnen. Unser Bergmann muss Arbeit haben, Leute. Okay, was schreibt der Chat noch so? Noch den Schläfer zuweisen, Piero. Ich glaube, das machen die auch automatisch. Wenn irgendwo Bett frei ist, holen die sich das Bett, so wie Paula das auch gemacht hat. Insofern will ich das mal abwarten. Das geht schon irgendwie. Ja, bei so vielen Leuten One Man, One Job ist. Das ist noch nicht richtig machbar. Also wer soll denn von uns jetzt der ultimative Träger sein? Wir könnten Carlotta zur Trägerin machen. Das wäre eine Möglichkeit. Hilfsarbeit ist das, glaube ich, ne? Nee, ist es nicht. Was ist denn hier? Warte mal, wo haben wir das? Transport, hier, Transport. Carlotta könnte Transport machen. Transport und reinigen. Als Hauptjob. Und die anderen haben das ja auf drei. Das finde ich jetzt, das ist doch, also kommt, wenn was zu tun ist, mit eins und zwei machen die das und wenn nichts zu tun ist, dann transportieren sie halt. Das ist doch okay. Ich finde das okay so. Ja, die Verteidigung. Ja. Aber erstmal die Zimmer bauen, dann kommt die Verteidigung. Ja, nächste Forschung. Nächste Forschung. Da müssen wir uns mal. Halt, warte mal. Ich glaube, da pausiere ich mal. Ich weiß nicht, ob automatisch pausiert wird. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was jetzt wirklich nötig ist. Also, wir haben Solarzellen. Was hilft uns vielleicht irgendwas bei der Nahrungssituation? Überlebensration, was ist das? Die braucht man auf Reisen, ist vielleicht nicht so sinnvoll. Was sind Hydrokulturen? Pflanzen unabhängig vom Wetter in einem Raum wachsen zu lassen, weiß ich nicht, ob das für uns schon so ganz gut ist. Nötig ist Mechanik? Nee. Oh Gott, oh Gott. Klärgrube wäre vielleicht mal was. Das wäre vielleicht mal was. Bei diesem ganzen Scheiß, was wir da haben. Schmieden. Können wir Metallwaffen herstellen? So, was haben wir hier noch? Bäume anpflanzen? Weiß ich nicht. Ist vielleicht hier nicht so nötig. Dörrfleisch. Ist auch gut für Reisen. Braun, Psychoid bauen. So, was sagt der Chat? Tageslichtlampe. Aufforsten, Geothermie, super Energieversorgung. Geothermie, ja, wir haben hier geothermale Energie. Das ist auf Dampfgeysiren für eine kontinuierliche Stromerzeugung. Ich glaube, das ist schon eine sehr coole Sache. Kostet ab 3200. Aber ich denke, das ist eine coole Sache, ja. Mikroelektronik, dann kommen. Wo ist denn Tageslichtlampe, Leute? Warte mal. Kann man irgendwie hier suchen in dem Ding? Wisst ihr, wo Tageslichtlampe ist? Ich sehe das nicht. Medizinherstellung. Warte mal, wisst ihr was? Wir haben, glaube ich, schon Tageslichtlampen, wenn ich mal kurz gucken darf. Sieht ihr, ist das bei Strom, bei Möbel? Künstliche Sonne, ist das gemeint? Ja, ich glaube, das ist gemeint. Die besitzen wir schon. Drogenherstellung, damit du Medizin herstellen kannst.
Die Anfangsstandards, Teufelspilz und so. So schnell wie möglich Geschütztürme. Oh Leute, ihr habt aber so unterschiedliche Vorschläge. Also das Geysir-Ding finde ich auch ganz gut. Was ist Teufelsgarnpilz? Außergewöhnlich zähe und hitzeresistente Pflanzenfaser. Brauchen wir das wirklich? Ich muss mich jetzt langsam entscheiden. Du kannst Hydrokultur erforschen, dann sind Gewächshäuser möglich. Okay, das ist vielleicht eine Sache, die wir machen sollten. Hydrokultur, bau Hydrokulturbecken, um Pflanzen unabhängig vom Wetter und dem Boden in einem Raum wachsen zu lassen. Da wir die Lampen haben, ist Hydrokultur möglich. Insofern machen wir das. Weil wir jetzt ja schon ahnen, dass es vielleicht schwierig werden wird, wollen wir zumindest irgendwie die Lehre daraus ziehen. So. Kleidung ist auch gut. Braun ist doch logisch. Schneider haben wir schon. Gewächshäuser kannst du auch so bauen. Unabhängig vom Holz zu sein. Ja, wir sind im Moment ganz gut dabei. Ich meinte, unsere Batterie füllt sich jetzt schon. Also es ist für mich jetzt nicht so die 100% die Priorität, zumal wir jetzt auch Solarzellen haben. Da können wir zusätzlich noch was machen. Ich denke, Geothermie ist auf jeden Fall langfristig eine super Sache. Stellen wir aber erstmal ein bisschen hinten an. Allerdings sehe ich, dass wir Holz brauchen. Ja, hier müsste doch mal langsam gehackt werden. Ne? Ich meine, hier sind doch. Kommt, Leute, lasst uns mal hier ein bisschen Holz hacken. Beziehungsweise, ja, mache ich. Ihr lächelt ja immer über mich, wenn ich das einzeln mache. Ich mache es jetzt mal. Ich mache es jetzt mal so. Wir haben so viele Bäume hier. Das können wir auch mal auf die Art und Weise machen. Okay. Gut. Also hier wird schon mal fleißig gebaut. Das ist erstmal okay. Das entsteht langsam. Ob die da. Ja, es klappt. Sie schlafen da. Das hat funktioniert. Sehr schön. Besucher sind angekommen. Sie haben Angst, aus folgenden Gründen in ein Gebiet einzureisen. Keine Gästebetten. Wenn du sie wegschickst, bleiben sie in der Gegend und kommen später zurück. Ich schicke sie weg. Wir brauchen jetzt erstmal keine Besucher. Denke ich mal. So, das ist gebaut. Haben wir das Ding auch angeschaltet? Ja. Das heißt, hier müsste von der Temperatur her alles stimmen, aber wir haben eh 18 Grad. Das ist auch soweit klar. Warte mal, wo war nochmal die Uhrzeit? Hier unten. Habe ich so ein bisschen aus dem Blick verloren. So, den Leuten geht es allen gut. Ich meine, was wir demnächst vielleicht mal wieder bauen sollten, ist eine neue Batterie. 20 Stahl braucht die, aber ich denke. Mehr Batteriepower zu haben, ist, glaube ich, eine gute Sache. Für den Notfall. Wir hatten ja schon mal einen. Okay, einfach ohne Boden bauen. So gehen Gewächshäuser. Das ist ja toll. Und was ist der Vorteil von diesen Hydrokulturbecken, die wir jetzt erforschen? Ach so, man kann so beginnen. Lampe, bau mal ein Gebäude mit 11x11 Innenraum auf halbwegs fruchtbare Erde. Mach die Lampe rein, dazu eine Heizung und eine Klimaanlage. Später die Erde durch Hydrokultur ersetzen. Okay. Rechtsklick auf den Holzhacker-Button lässt dich auch die Option wählen, nur ausgewachsene Bäume zu fällen, während du das Areal aufziehst. Was? Das ist ja cool. Großartig. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Warte mal, Holz hacken. Rechtsklick. Nee, so war es wahrscheinlich nicht gemeint. Erklärt nochmal. Holz hacken. Ach so, erst aufziehen und. Nee, dann Rechtsklick. Jetzt habe ich es wieder deselektiert. Hab ich nicht kapiert. Ne, die neuen Rekruten, die haben. Wir haben sowieso wenig Waffen. Beziehungsweise, das ist hier Snowdens Sturmgewehr, aber das stimmt. Das könnte jemand anderes mal übernehmen. Ich guck mal, wie sieht es denn aus mit Shouta und seinen Fähigkeiten. Fernkampf 1, Nahkampf 5 und sie Fernkampf 2.
Dann kann er mit Nahkampf 5, könnte, wenn er ausgeschlafen hat. Ah, das Messer ist auch schlecht. Absolut schlecht. Wo ist denn die MP hingekommen? Hier. 50%. Der Revolver ist noch ganz gut. Ist die Frage, ob man solchen unfähigen Leuten überhaupt eine Waffe in die Hand gibt. Müssen wir mal sehen. So, den Kram können wir jetzt hier auch mal wegmachen. Zack, zack, zack. Warme Kleidung benötigt. Ja, das ahne ich schon. Aber wir sollte auch hergestellt werden, ne? Ich hoffe, das passiert. Hier ist noch eine Hose aus Schweineleder. Ich gucke mal kurz noch auf Arbeit. Schneidern. Wer ist eigentlich unser Schneider? 9 und 7. Das heißt, MacGyver ist auch Schneider. Oh, das ist natürlich doof. Haben wir noch einen besseren Schneider? 3, 7. Snowden ist natürlich im Bett, kann nichts machen. Der war eigentlich immer unser Schneider. Ah, das ist ein Problem. Es schneidet im Moment keiner. Vielleicht gehe ich zumindest mal auf 2. Wobei, MacGyver ist sowieso überarbeitet. Ah, Captain Assassin hat irgendeine Mod. Alles klar. Gewächshaus ist Pflicht. Wir haben kein Rauchblatt für den Winter. Verrücktes Tier. Eine verdammte Ratte. Wo ist sie? Weit weg. Glaube ich zumindest. Die wird uns hoffentlich nicht behelligen. Okay, Leute. Wir machen ein Gewächshaus. Aber ich würde mal sagen, wir müssen schon ein bisschen unsere Prioritäten abarbeiten. Also ich würde sagen, wir bauen, lassen das Ding erstmal zu Ende bauen. Wir haben kein Holz. Das ist echt ein Problem. Wie ist denn das mit den Holzfällern? Waldarbeit. MacGyver, der baut aber. Princess, die macht Feldarbeit prioritär. Deswegen funktioniert das nicht. Paula kocht. Könnte auch das machen. Carlotta. Carlotta muss Waldarbeit machen. Dann ist das nichts mit Carlotta Transport. Die muss zuerst Waldarbeit machen. Hilft nichts. Was ist mit Rekheim? Die kann das zumindest als Zweierjob machen, wenn sie mal nicht Bergbau macht, würde ich sagen. Die Ratte kommt. Die Ratte kommt. Kommt die immer, die Ratte? Die Ratte ist hier jetzt. Oh, alles klar. Ist das die? Ah nee, das ist die hier. Oh, wütend, Menschenjäger. Verdammt, die Ratte ist da. Ja. Es ist Nacht. Was machen wir? Also, gehen wir gegen die Ratte im Nahkampf oder lassen wir MacGyver die Sache machen? Das Boom in Boomratte wird das Problem. Okay, MacGyver, müssen wir ihn wecken oder was? MacGyver, nein, nicht das Bett, ich will MacGyver haben. Geh in den Kampfmodus. Und steh auf, geh erstmal hier hin. Mac, komm, geh mal hier hin. Erledige die Ratte. Es ist... Ja, von mir aus geh runter. Komm, die haut ab. Ziel nicht treffbar. Achso, ist noch zu weit weg. Die Jagd auf die Boomratte. Jetzt, was macht die da? Oh, sie kommt, sie kommt. MacGyver. Ganz cool bleiben. Oh nein! Schieß! Scheiße! Kann der auch so schießen oder sollte er... Er hat keine Nahkampfwaffe. Komm, jetzt wirst du dir treffen, MacGyver, oder? Mm. Schieß doch mal, Alter. Verdammt. Er schießt nicht im Nahkampf. Ist das so? Gott, ich habe keine Ahnung, Leute. Körper hat ein paar Kratzer abbekommen. Das ist jetzt kein Beinbruch. Er soll sich mal nicht so haben. Lauf weg, MacGyver. Scheiße. Wir brauchen Hilfe. Carlotta, komm mit deinem Messer. Erledige diese verdammte Baumratte mit deinem Messer. MacGyver, hau ab. Kannst du nicht mal schießen? Das kann
kann doch nicht wahr sein, dass uns hier so eine blöde Baumratte. MacGyver darf nicht sterben, das geht doch nicht. Wie können wir ihm helfen, Leute? Schick lieber alle, dann schießen sich alle gegenseitig über den Haufen. Schieß doch einmal. Der schießt im Nahkampf nicht, Leute. Das ist ätzend. So, gleich ist er tot. Schaut da, der hat keine Waffe. Der geht erstmal auf Klo. Schaut da, weißt du was? Du schnappst dir jetzt hier das Sturmgewehr. Und dann schießt du, wenn Carlotta gerade da vorne steht. So, Carlotta, du musst jetzt mal helfen. Okay. So. In 7 Stunden blutet er aus. Das war sehr souverän gemacht. Carlotta ist jetzt auch leider ein bisschen verletzt. Kratzer. Muss auch behandelt werden. Okay. Schauta, geh du ruhig auf Klo mit deinem Sturmgewehr. Aber die blöde Ratte ist noch nicht tot, oder? Kannst du sie noch töten? Den Rest geben. Nein! Ach du Scheiße. Das Boom ist das Problem. Das hättet ihr mir doch sagen können. Ich hasse es. Ihr seid so gemein. Sie leidet jetzt massiv an Verbrennung. Was macht sie jetzt? Wo geht sie jetzt hin? Sie geht spazieren. Ja klar. Du brennst und gehst spazieren. Was machst du denn? Kannst du... Geh hier zum Wassereimer oder was? Wasch dich. Mach irgendwas. Tritt Feuer aus. Tritt Feuer bei Carlotta aus. Oh mein Gott. Nee, wasch dich nicht. Mach irgendwas Normales. Geh wieder ins Bett. Unser schönes... Was verbrennt hier denn? Die Baumwolle. Das geht ja noch. Oh mein Gott. So. Kann sich jemand mal um MacGyver kümmern? Wer ist eigentlich unser Arzt? Habe ich schon wieder vergessen. Wer ist Arzt? Princess und Schauter. Schauter ist auch Arzt. Kannst du den mal behandeln? Nee, Princess muss aufstehen. Princess kann das, glaube ich, besser. Komm, steh auf. Nachtruhe total unterbrochen. Hol die Medizin und dann kümmere dich um MacGyver. Wer ist denn das hier schon wieder? Trigger, was ist das? Scheiße, wir haben einen Überfall. Ich dachte, die Ratte wäre der Überfall. Oh nein, Leute. Ich dachte, die Überfallmeldung war für die Ratte. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Princess, du musst erstmal abhauen. Scheiße. Schaut da das Sturmgewehr. Carlotta das Messer. Wie lösen wir jetzt diese Situation? Geh weg. Geh erstmal weg. Verzieh dich hier. MacGyver ist noch unbehandelt, ne? Sehe ich das richtig? Der kann jetzt auch nicht helfen. Oh Gott. Ist ja dramatisch. Kannst du vielleicht dieses Ding hier irgendwie nehmen? Kann ich ihr das anweisen? Das wär, die soll da nicht hingehen. Die soll das holen. Hätten wir das bloß nicht aus dem Kühlraum genommen. Verdammt. Wie lösen wir die Sache jetzt? Roger Wilco mit dem Sturmgewehr. Okay, du hast immer ein Sturmgewehr. Das ist das Einzige, was wir jetzt tun können. Scheiße. Ab in den Kampfmodus. Ich hoffe, du kannst es bedienen, dieses verdammte Sturmgewehr. Du musst dich ganz schnell irgendwie wegbewegen. Am besten hier irgendwie um die Ecke. Und Carlotta kommt im richtigen Moment dann mit einem Messer und ersticht ihn dann von hinten. Das ist der Plan. Und kann der Hund, der kann doch... Nee, der kann nicht kämpfen. Oder wir wecken MacGyver doch nochmal auf. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verzweifelt. Ja, ich kann Kräutermedizin nehmen. Ich weiß bloß nicht, wie ich das sagen soll.
Warte mal, wir können Folgendes machen. Man kann doch irgendwie bei Körper definieren, dass er genau Kräutermedizin. Und wenn ich dann behandeln mache, dann müsste sie doch die andere holen. Warte mal, ich muss erstmal machen, irgendwie gehe hier hin. Und jetzt. Ah, verdammt, sie hat diesen anderen Weg jetzt eingespeichert. So, jetzt geht's los. Schauter erschießt wahrscheinlich jetzt Rekayem. Oh, er schießt daneben. Er schießt daneben, Leute. Das wird ganz übel. Er steht aber ganz gut hinterm Baum irgendwie. Ja! Wir haben ihn. Wir haben ihn. Was für eine dramatische Situation. Schauter, komm, schieß nochmal. Jawoll! Strike! Okay. Das ist erstmal gerettet, Princess. Kann alles wieder normal werden. Aber bitte heil ihn doch mal. Genau. Jetzt bitte heilen. Okay, ich hoffe, der Überfall war jetzt nur dieser eine Typ. Oh mein Gott. Carlotta, willst du dich vielleicht hinlegen? Keine unmittelbare Gefahr durch die Blutung. Paula war ja auch noch da. Sie behandelt jetzt erstmal allerdings mit der Kräutermedizin. Oh Mann, 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 Mann. Blut überall. Gott. So. Den Typen, den müssen wir auch noch weglegen. Und der hatte eine schöne Schrotflinte dabei, immerhin. So, was macht Carlotta jetzt? Jetzt geht sie erstmal auf Klo. Das kann ich mir vorstellen. Das ist eine natürliche Reaktion. Eieiei. Schauter wird jetzt erstmal ein bisschen forschen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen durchspannen. So. Drei Verletzte haben wir jetzt hier. Übrigens, es gibt ein kleines Problemchen. Ich sehe gerade den Twitch-Chat nicht, weil tatsächlich mein Restream-Chat sich auch schon wieder aufgehängt hat, aufgehangen hat. Ja, es ist ungünstig. Da muss ich mal was machen, Leute. Tut mir leid, wir müssen kurz mal eine Pause machen. Das ist aber kein Problem. Ich werde nämlich hier mal schnell einfach in Twitch reingehen und mir den Chat noch holen. Denn ich möchte natürlich auch sehen, was die werten Twitch-Zuschauer hier so zu melden haben. So, Kanal, bin gleich wieder da bei euch. Hier ist der Chat. So, wie kann ich den hier nochmal rausnehmen? Chat, Chat, Chat. Chat. Wartet mal. Zeitmarke Pop-out, da haben wir es. Okay, Leute. Könnt ihr mir auf Twitch was schreiben, ihr Lieben, damit ich sehe, ob es klappt? Das wäre sehr hilfreich. Oder ich kann selber was schreiben. So. Ja, alles klar, ich sehe es. Wunderbar, perfekt, kann weitergehen. Puh, Leute, erstmal durchatmen. Dieses Spiel bringt mich echt aus der Fassung. Ratte ist gleich Nahrung. So, falls ihr was Wichtiges geschrieben habt, lieber Twitch-Chat, schreibt es nochmal. In den letzten 5 Minuten habe ich hier nichts mitbekommen von euch. Oder vielleicht sogar schon 10. So, jetzt schlafen alle Gesunden etwas. Wir können uns vielleicht ein bisschen ausspannen und uns. Ja, warte mal, den müssen wir irgendwie prioritär wegdringend tragen, bitte. Weil sonst werden die Leute irgendwie schlecht gelaunt, wenn sie da Leichen vor der Haustür rumliegen sehen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Okay. Jetzt wird auf jeden Fall Holz gemacht. Das läuft schon mal gut. Es wird ein bisschen weitergearbeitet. Es ist aber erstaunlich, wie schnell die Leute wieder zur Normalität übergehen. Hier wird die Medizin verwendet. Geputzt könnte auch mal werden, aber jetzt wird erstmal Carlotta geheilt. Dia gebrannt hatte auch noch. Okay, jetzt wird der Typ weggebracht. Rekayem ist so freundlich und macht das für uns. Sehr schön. Und was machen wir mit der Ratte? Die Ratte, die ist doch erlaubt, ne? Das müsste doch, glaube ich, automatisch geschehen, oder?
Die hat auch kein X mehr. Ja, das müsste, glaube ich, irgendwie passieren. So, dieses ganze verdammte Blut müsste mal irgendwie wegkommen. Aber irgendjemand ist doch so zum Putzen eingeteilt. Das ist vermutlich Carlotta. Wenig Nahrung haben wir. Ja, ja, es wird schon gekocht. Achso, wir müssen, glaube ich, unser Kochpensum hier auch hochstellen. Oh, das ist noch eine wichtige Sache. Wir machen im Moment 24 Mahlzeiten. Wir sollten 3 Tage voraus kochen für 7 Leute. Oh Gott. Oh Gott. Na, machen wir mal 40. Das ist nicht 3 Tage voraus, aber oh Gott, ich glaube auch, wir reichen nicht mit der Nahrung. Okay, ich soll nicht die guten Medis verschwenden. So, Leute, wie machen wir das? Wir müssen hier komplett das hier einstellen. Ist das so die richtige Art und Weise? Vermutlich, ne? Dann machen wir das so. Okay, dann müssen wir gucken, dass jemand dringend putzt. Carlotta liegt flach. Irgendjemand anders muss putzen. Paula, wobei die kocht. Schauter will nicht putzen. Das ist das Problem. Hier, du musst jetzt mal putzen. Bergbau ist jetzt nicht so entscheidend. Beziehungsweise müssen wir auch Bergbau wegnehmen. Wobei, wir haben, glaube ich, gar nichts eingestellt. Ne? Das ist schon abgearbeitet. Ja, alles gut. Okay, wenig Nahrung. Ja, ja, ja. Paula muss backen, kochen. Tun. Wir haben nur noch 103. Warme Kleidung ist auch nötig. Da kann sich aber keiner drum kümmern. Das ist nicht so prioritär. Tja, Leute, all unsere Spirenzien, woran wir gedacht haben, das ist jetzt alles erstmal nebensächlich. Wir müssen uns jetzt hier erstmal ums Wesentliche kümmern. Das Blut wegwischen, Nahrung kochen, schlafen, gesund werden. All diese Dinge. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu schnell gewachsen. Ich wollte ja gar nicht die ganzen Verletzten alle aufnehmen. Den Leichentransport von den Psychopathen soll ich machen lassen. Das ist ein guter Hinweis. Das stimmt. Aber wie kann man das individuell einstellen? Vermutlich kann man das. Ich weiß es bloß nicht. Der Hund ist schon komplett erzogen und der trägt schon wie blöde. Also mit dem Hund ist alles bestens. Nee, Twitch YouTube ist leider heute nicht zusammen. Schlachtplatz am Lagerhaus schlachten auf immer gestellt. Das ist ein guter Hinweis. Für immer, ja. Schlachte Kreatur für immer. Ja, ich glaube, das habe ich. Ist dann richtig so, ne? Aber vermutlich haben die Leute einfach keine Zeit dafür, weil jetzt Dringendes zu tun ist. Zum Beispiel forschen. Ist das wirklich so dringend? Ah, schaut mal. Rekaya macht jetzt erstmal sauber. Das ist doch schon mal gut. Macht die eigentlich auch draußen sauber? Paula ist wie blöde am Kochen. Princess ist am Ernten. Also die wichtigen Jobs sind auf jeden Fall besetzt. Das ist soweit okay. Es baut halt im Moment niemand weiter, weil die alle pennen und so weiter, ihr wisst es. Aber immerhin, sie haben überlebt. Aber in einer kritischen Phase eigentlich. Jetzt bräuchten wir wirklich jede Hand hier zu Hilfe. Huiuiui, wir machen mal ein bisschen schneller. Hauptsache Princess ist bester Laune. Rekayem putzt das Blut weg, das ist auch gut. Also auch draußen. Das macht sie sehr gut. Oh, da ist auch Blut. Achso, da hatte ja hier. Da hatte Carlotta alles voll geblutet. Sehr, sehr, sehr gut. Und er hält sich noch ein bisschen mit MacGyver. Hervorragend. Was ist hier? Jetzt haben wir eine Infektion. Stopp. Jetzt müssen wir gucken. Wundinfektion. Carlotta ist an Wundinfektion erkrankt. Die Infektion ist in ihrem rechten kleinen Finger. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Carlotta eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um sich schnell zu erholen.
Ja, okay, bei Carlotta sollten wir also jetzt auf beste Medizin gehen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt automatisch passiert oder ob wir Princess nochmal sagen müssen, dass sie da irgendwas machen soll. Ja, machen wir mal, ne? Genau, jetzt holt sie die gute Medizin. Das klappt. Sehr schön. Normalerweise ist Kochen vor Schlachten in der Standard-Kocheneinstellung, wird also erst geschlachtet, wenn Kochen erledigt ist. Aha. Ja. Ich gucke mal. Schlachten ist vermutlich Handwerk, oder? Oder ist das unter Jagen? Nee. Oder ist das Teil von Kochen? Wahrscheinlich ist das Teil von Kochen, oder? Ja, schlachten. Ah, okay, alles klar. Und wenn sie alles zu Ende gekocht hat, dann würde sie schlachten. Ich verstehe. Und da sie ja laufend am Kochen ist, kann sie nicht schlachten und so weiter und so fort. Ja. Die Mod habe ich nicht. Muss auch so gehen. So, hat Princess jetzt hier behandelt? Hat das geklappt? Sieht man das irgendwo? Körper. Wundinfektion leicht. Behandlungsqualität 100%. Das scheint gut zu sein. Nimmt die jetzt ab, die. Nee, sie nimmt zu, die Wundinfektion. Naja. Hoffen wir mal, dass wir sie nicht verlieren. Allerdings wäre das auch ein Esser weniger. Muss man mal so hart sagen. Okay. Medizin wird geerntet. Paula ist weiter am Kochen. Ey, es fehlen echt drei Leute, die hier anpacken. Das ist einfach sowas. Essen. Ah, schaut mal. Wo trägt. Hä? Warum trägt er denn da die. Trägt er die dahin? Leichen. Tierleichen, okay. Ah. Naja, lassen wir sie erstmal da liegen. Irgendjemand holt sich die schon. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch die gibt. Ist das so überragend? Muss sie in ein extra Krankenbett? Ist das so? Ich meine, sie wird doch auch dort behandelt. Princess, gibt die ihr jetzt Nahrung? Ah, schaut mal, die füttert sogar. Oh Gott, was ist da? Das ist ja hammermäßig zu tun, Leute. Die müssen auch noch gefüttert werden. Drei Patienten müssen hier nebenbei gefüttert werden. Das ist ja unfassbar. Was sagt mir eigentlich dieser rote Balken? Sind die dann gesund, wenn der voll ist, oder sind die tot? Oh, schaut mal. Der hat ja schon fast alles überwunden. Dann sind die wohl gesund, wenn der rote Balken voll ist. Die Infektion steigt weiter. 8%. Also Snowden steht hoffentlich bald mal wieder auf. Was höre ich jetzt gerade für ein komisches Geräusch? Ah, jetzt wird geschlachtet. Paula schlachtet. Wie viel kriegen wir da raus? Mal Boomrattenfleisch. Wunderbar. Gekühlt und so. Snowden ist wieder da, Leute! Snowden! Was macht er denn? Was ist sein Job? Er isst erstmal was. Was haben wir ihm eigentlich. Was macht er jetzt? Warum geht der da denn hin, bitte? Hat jeder hier seinen definierten Stuhl? Warum ist der denn da? Snowden. Muss das sein? Ruht sich mit anderen auch. Ach so, er will in Gemeinschaft von den anderen beiden rumsitzen. Wir haben übrigens eine Aufgabe, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Banditenlager. Ratsvorsitzender aus der Nachricht, überfallen Banditen, bla bla bla. Ja, gut, das ist, glaube ich, für uns absolut nicht möglich. Da haben wir andere Sorgen. Das können wir gar nicht irgendwie jetzt umsetzen. Snowden ist aber der, der nachher vielleicht auch schneidet, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Was macht denn Snowden so? Snowden macht Jagen, okay, und ansonsten Handwerk und Reinigen. Ja, der wird schneidern. Der wird schneidern, der wird endlich diese Klamotten schneidern, die wir noch brauchen. Das ist schön. Die Kadaver von genießbaren Tieren sollten ins Kühlhaus, die anderen natürlich auf den Friedhof. Ja, okay, halt.
Dann müssen wir das hier umstellen. Bloß Gott. Soll ich das jetzt einzeln umstellen? Nö, Tierleichen werden wir einfach hier ausschließen. Und hier... Ja, die verrottet sonst, ne? Müssen wir hier reinmachen, ne? Besucher schicken wir weg. Es wird ein bisschen eng, ne? Wenn große Tierleichen da sind. Ich weiß nicht. Paula geht erstmal pennen. Jetzt herrscht erstmal wieder Ruhe. Snowden schläft auch. Wo schläft denn Snowden? Nee, Snowden schläft gar nicht. Der ruht. Was? Wieso pennt er denn da? Snowden, was ist denn mit dir los? Du hast doch hier dein Bett. Ach, das haben wir als Krankenbett definiert. Okay. Dann machen wir das hier auch als Krankenbett. Und brauchen mehr Betten. Aber Carlotta ist doch krank. Snow, du kannst da jetzt schlafen. Das nächste Mal gehst du dahin, ja? Nachts könnte man auch Steinböcke jagen. Prüf bitte, ob die Infektion schneller vorangeht als die Immunität, sonst stirbt Carlotta. Okay. 14% Immunität ist 22%. 23%. Die Immunität geht schneller voran als die Infektion. Ach so, ich verstehe. Wenn die Immunität bei 100% ist und die Infektion noch nicht bei 100% ist, dann ist sie genesen, vermutlich. Das ist verständlich. Okay, alles klar. Dann sieht es ja einigermaßen gut aus. Gott, Leute, was für ein friedliches Bild. Schalt mal Versammeln unten beim Tisch aus. Versammeln unten beim Tisch ausschalten. Was? Bürgermeisterbüro? Was ist das denn? Ah, Sammelpunkt. Okay, das kannte ich ja noch gar nicht. Bürgermeister. Man kann auch einen Bürgermeister haben. Ist ja fantastisch. Das sind ja ganz neue Dimensionen hier. Okay, Leute, ich muss mir mal ein bisschen Whisky nachfüllen. Das ist mir alles schon wieder zu stressig. Ich schau mal, was der Chat so schreibt. Der Twitch-Chat unterhält sich über Whisky, das ist gut. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Aber Leute, ich spiele so viele Spiele. Und mein Gedächtnis ist, wie soll ich das sagen? Mein Gedächtnis ist gar nicht so schlecht, aber es ist extrem selektiv. Das heißt, ich bereite mich auf irgendwas vor, dann kann ich das und dann vergesse ich alles. Und dann muss ich mich wieder vorbereiten. Oder ich mache was, dann habe ich es drauf und dann habe ich es nach 3 Tagen wieder vergessen. Behandlungstalent Princess ruled, ja. Stimmt, es ist kein Glück, sondern Princess hat es einfach drauf. Was macht Snowden da schon wieder? Ach, Snowden macht Zauber. Das ist auch nicht schlecht. Das sieht sehr gut aus, sagt Herr Nereva. Man sollte auch den Grad der Verwesung einstellen. Alles unter 90% kann auf den Müll. MacGyvers Bett auch auf Krankenbett stellen. Ja, das ist noch ein guter Hinweis. Das machen wir. Das ist aber irgendwie ein bisschen komisch. Ich meinte, das könnte man ja auch, könnte das Spiel ja auch automatisch machen. Ne? Immer wenn ein Kranker im Bett liegt, ist es ein Krankenbett. Ich meinte, die haben ja alle ihre Betten. So, was macht Schauter da? Wäscht er sich? Das ist gut. Und jetzt wäscht... Ach, die werden sogar gewaschen. Oh, Leute, ich bin begeistert. Die Kranken werden nicht nur gefüttert, sondern auch gewaschen. Großartig. So, wie läuft das hier? Steigt das immer noch so wie gewünscht? 34 und 19 bzw. 20. Kann jetzt behandelt werden. Princess müsste eigentlich behandeln. Wollen wir Princess mal aus dem Schlaf holen? Princess ist immer noch gut gelaunt. Komm, du musst behandeln. Aber nee. Schaut, da hat er schon gemacht.
Schaute hat es wahrscheinlich Mist gemacht oder was? Kann jetzt behandelt werden. Behandlung erlischt in 2 Stunden. 35. Ja, es geht aber trotzdem. Schauter macht das jetzt. Ah, okay. Mal gucken, ob Schauter es auch drauf hat. Ich weiß nicht, ob man das... Man sieht das bestimmt, ne? Beobachten wir das mal. Eben war sie 100%. Schauter erzählt einen Witz und jetzt ist sie bei 67%. Verdammt, Schauter hat es nicht drauf. Princess hätte es machen sollen. Er soll keine Witze erzählen. Der soll behandeln. Ey, das ist ein Scherzkeks. Mann, 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 Mann. Oh. 15% ist richtig gut. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Okay. Ja, Hilfsärzte nur für Notbehandlung. Okay, also, dann machen wir das mal. Schauter ist nur ein Hilfsarzt. Hast du das gehört, Schauter? Wo ist ein Arzt? Hier vorne. Also, du bist Hilfsarzt, das heißt, du kommst auf die 2. Paula ist auch gar nicht so schlecht mit 7. Hm. Naja. Lassen wir es mal so. Okay, Carlotta scheint irgendwie genesen zu sein. Sehe ich das richtig? Wundinfektion ist allerdings noch da. 41, 24. Ja. Ja. Das wird, glaube ich. Okay, langsam entspannt sich die Lage wieder. MacGyver, wie geht's dir? Gott, der hat diese ganzen Bisse und Kratzer abbekommen. Gott sei Dank hat er die Explosion nicht mehr erwischt. Also die muss man also mit Fernkampf töten, sehe ich das richtig? So, wie sieht es eigentlich mit unserer Nahrung aus? Was wächst denn hier noch? Das ist Kartoffeln. Die sind eigentlich bereit zum Ernten. Aber Princess muss... Warte mal, nehmen die automatisch eigentlich die Mützen, wenn sie keine haben? Ich glaube ja, ne? Hier muss mal ein bisschen geerntet werden, habe ich das Gefühl. Feldarbeit ist nur eine. Carlotta könnte das auch. Haben wir für Waldarbeit jetzt verdonnert. Wir müssen, glaube ich, mal hier ein bisschen entlasten. Ah, ne, Princess ist schon dabei. Oh. Princess ist schon dabei. Sie baut? Ne, dann stelle ich das wieder ab. Okay, Holz haben wir jetzt. Wir haben eigentlich jetzt Materialien genug. Jetzt muss einfach nur ein bisschen mal zügig gebaut werden. Was ist hier mit dem Strom? Warum entlädt sich hier die Batterie? Was ist hier los? Weil kein Wind ist, vermute ich, ne? Hier ist kein Wind. Windstill. Na gut, im Zweifel können wir ja immer noch... Was jetzt schon? Help wanted. Ja, die können Hilfe mit der Ernte gebrauchen. Das können sie aber mal schön vergessen. Danke, wir können selber Hilfe gebrauchen. Mit der Ernte. Das wäre cool, wenn man auch so Anfragen an Nachbargemeinschaften stellen könnte, so wie diese hier. Wir haben nicht genug Nahrung für den Winter. Bitte schickt uns doch was. Ich meine, wir können ja noch Nahrung kaufen, oder? Schauter hat sich die Mütze genommen. Ein großer Moment. Das heißt, Snowden hat irgendwas geschneidert. Dann müssten eigentlich jetzt alle ausgestattet sein, aber es ist immer noch warme Kleidung. Sie hat keine. Hm, dann ist das noch in Arbeit. Dann sollten wir bei Snowden ja, doch mal das Schneidern priorisieren. Ja. 2 Parker und eine Mütze. Nee, nee, der hat kaum was gemacht. Der hat nur eins und Ding produziert. Falls du einen guten Mediziner hast, kannst du mal schauen, was du von den Verletzungen operieren kannst. Vor allem den Lungentumor. Die Princess scheint ja talentiert zu sein. Okay. Ja, wenn ihr meint. Wartet mal, wie gut ist sie denn, Princess? Princess ist beim Arzt auf Thema... Was? 6? Schauter ist 7. Warum ist sie die Top-Ärztin? Halt, das stimmt doch. Das haben wir irgendwie
Ich meinte, sie hat sich aber als toll erwiesen, ne? Medizin 1 plus und 6. Und schaut da, Medizin 1 plus und 7. Ja, ist eigentlich egal, ne? Wir machen das jetzt mal aus rollenspielischen Gründen. Aber so richtig gut ist das, glaube ich, nicht 6. Ich glaube, wir lassen sie nicht operieren. Gnadenstoß geht nicht per Fernkampf. Ah, das ist interessant. Ja, 6 oder 7 ist eine schlechte Idee. Die Heimatzone verkleinern, um den Aufwand bei der Putzkraft zu minimieren. Puh, Leute, ihr habt so speziell. Ich meinte, hey, die kann das ruhig auch wegputzen. Warum? Wir gucken mal. Wie ist denn die Heimatzone? Zone. Heimatgebiet. Ja. Das ist wahrscheinlich ein guter Hinweis. Aber ich meinte hier, im Berg wird sie ja eh nicht putzen, oder? Was wollen wir denn hier als Heimatgebiet haben? Ich weiß gar nicht, was sinnvoll ist. Hier oben braucht sie doch auch nicht putzen. Den Fäkalienkram. Warum ist denn das kein Heimatgebiet? Haha! Ja, alles klar. Da wird nicht geputzt. Den Rest soll sie putzen, oder? Ich weiß nicht. Gut. Okay, Leute. Ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, was jetzt unsere nächsten Schritte sind, aber ich würde sagen, unsere nächsten Schritte sind erstmal Sandsäcke. Für die Kampf, für den nächsten Überfall, wenn wir ihn dann checken. Und der Einfachheit halber würde ich, glaube ich, um jetzt nicht an allen Ecken und Enden Sandsäcke zu bauen. Ich würde hier oben einzeln bauen. Hier ein so ein Ding vielleicht. Hier was. Hier was. Und da was. Boah, ist ganz schön viel, ne? Feuer wird auch nur in der Heimatzone gelöscht. Alles klar. Für den Winter würde ich bei den Feldern die Aussaat verbieten. Das ist nur unnötige Arbeit. Schauter ist untätig. Das ist ein Gerücht. Schauter forscht. Bis ich das peile, sind die eh schon mitten im Lager. Ja, ich gebe es zu, es war jetzt das zweite Mal so. Wände mit Schießscharten sind noch besser. Wie baut man denn Wände mit Schießscharten? Was ist das denn bitte? Erklärt mir das. Eine Wand und dann? Eine Wand mit einem Loch drin oder wie? Ich meine, Fenster gibt es ja hier nicht. Die Gebäude. Ah ja, man könnte hier tatsächlich das zumachen. Aber dann nehmen wir uns natürlich auch einen Weg, ne? Das ist ja auch eine Abkürzung, wenn man hier von oben rum da hinten gehen kann. Bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte das hier zumachen. Dann hätte zumindest, aber pff, ja, weiß ich nicht. Okay, eine Mauer anstatt Sandsäcke und nur kleine Lücken lassen zum Rausschießen. Aha, Wand und Lücken lassen für Sandsäcke. Ah, okay, alles klar. Ja, das klingt ganz vernünftig. Das klingt ganz vernünftig. Das könnten wir vielleicht machen. Die werden wir natürlich dann aus Holz bauen, ne? Können wir mal anfangen damit. Also. Achso, da war ich ja schon. Wand. So, halt Wandholz, ja. Dann machen wir das so. Warte mal, ich mache dann hier zwei. Ein Sandsack in der Mitte, so zwei. Hier ein Sandsack in die Mitte, so. So ungefähr. Und dann die Sandsäcke. Ist vielleicht ein bisschen monumental, keine Ahnung. Wäre mal ein Versuch.
Ja, kein Problem. Es gab hier schon viele, die irgendwelche Vorschläge gemacht haben, die auf Mods beruhen. Das ist bei diesem Spiel ja häufig so ein Thema. Schlagfallen aufstellen. Vor den Sandsäcken eine Falle. Kann man auch selber in die Falle laufen oder wissen die Leute, dass da eine Falle liegt? Langen offenen Zugangsgang zur Basis mit Fallen befüllen und so weiter. Ja, Leute, also ich will jetzt erstmal ein bisschen ruhig anfangen. Also ich will jetzt nicht gleich hier den totalen Bunker bauen. Okay, die Infektion ist wieder ganz gut behandelt worden. 75 und 50. Puh. 75, 51. 76. Ja, ich hoffe mal, dass das gut geht. Es besteht eine Chance, dass die Kolonisten und Tiere die eigenen Fallen auslösen. Also ich würde mal sagen, wir können, glaube ich, ganz zufrieden sein, wenn wir erstmal an allen Seiten diese Konstruktion gebaut haben. Hier ist vielleicht die Überlegung, ob wir tatsächlich hier zumachen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Hier müssen wir im Prinzip einmal hinbauen. Hier müssen wir was hinbauen. Und ja. Hier oben bin ich unsicher, ob wir da zumachen oder auch was hinbauen. Müssen wir mal gucken. Also gegebenenfalls noch drei weitere solcher Strukturen, aber jetzt lassen wir sie erstmal hier in Ruhe. Ich meine, das wäre schön, wenn die das hier auch mal zu Ende bauen würden. Das ist ja ätzend, dass das hier so lange dauert. Ach, wisst ihr was? Ich bin mir nicht ganz sicher, ist der Strom da eigentlich mitgeplant? Nee, das ist natürlich jetzt ein Problem durch das Kopieren, dass das nicht so funktioniert wie gewollt. Das muss dann noch nachgebaut werden. Okay. Gut. Also im Prinzip, MacGyver sieht so aus, als ob er, ja, als ob er bald wieder bei uns ist. Und Carlotta hat immer noch an dieser blöden Infektion zu kämpfen. 55, 81. Aber es könnte sein, dass sie in ein, zwei Tagen wieder dabei ist. So, 8. September. Ihr habt gesagt, ich soll nicht mehr hier nachpflanzen. Aber Reis wächst noch. Hier oben haben wir Mais. Kartoffeln wurden jetzt nachgesät, sind auch schon bei 39%. Ich weiß nicht so recht. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Tage. Bin mir nicht ganz sicher. Steinwände kann ich bauen, ja. Ein Dach über der Konstruktion verringert die Trefferchance der Gegner. Okay, jetzt wird es ja richtig komplex. Warte mal, wo waren noch mal Dächer? Waren das Zonen? Nee. Dach erstellen doch. Okay. Ich lasse aber jetzt erstmal das eine zu Ende bauen, bevor wir das nächste machen. Ja, Leute, Solarkraftwerk. Ich scheue mich ehrlich gesagt jetzt hier die nächsten 1000 Bauaufträge zu bauen, wenn wir jetzt die essentiellen Sachen noch nicht zu Ende gebaut haben. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Wir können hier ein bisschen die Ressourcen im Auge behalten, aber ansonsten müssen die endlich mal klarkommen hier mit den Sachen. Das mit dem Dach ist veraltet. Okay, einer kann Steine machen. Die sind extrem wichtig. Steine machen heißt, wir müssen noch einen neuen Ding hier bauen oder was? Warte mal kurz. Produktion. Das ist Künstler. Steinmetz. Ja. Ich würde mal sagen, wenn die beiden wieder gesund sind, wenn wir volle Power haben, dann können wir uns dem Thema widmen. Jetzt will ich nicht das beginnen. Diese ganzen Vorschläge, ich schreibe mal jetzt mal langsam auf. Solar, Steinmetz. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, dass zu Ende gebaut wird. Was wir hier natürlich auch noch brauchen, ist natürlich ebenfalls noch eine Heizung, ne? Da ist die Frage, kriegt eine Heizung das hin, mit diesem Lüftungssystem
alle drei Räume zu heizen? Das ist die große Frage. Vielleicht, wenn man sie hier in die Mitte baut und dann zwei Lüftungen links und rechts macht. Vielleicht funktioniert das. Wir werden es sehen. So, da wird jetzt zumindest mal weitergebaut. Das ist erfreulich. Snowden ist auch am Start. Was machst du denn da? Wo bringst du das hin? Warum bringt der Marmorbrocken dorthin? Was ist denn hier los? Hä? Leichenbrocken. Nee, bring mal keine Brocken dahin, das ist Quatsch. Brocken sollen, wenn überhaupt, hier unten hingebracht werden. Haben wir hier Brocken? Wo sind Brocken? Brocken, Brocken. Brocken dürfen da unten hingebracht werden. Aber er lässt es mal knallhart fallen, ne? Was macht Snowden jetzt? Ach, jetzt holt er die Brocken. Oh nein, okay, alles klar. Toll. Das sind natürlich die super wichtigsten Aufgaben jetzt, die Brocken dahin zu schleppen. Aber offenbar gibt es nichts anderes zu schleppen. Das muss man auch respektieren. Aber es gibt Bäume. Wir brauchen wieder Holz. Dringend. Hey, MacGyver! MacGyver ist dabei. Wir können mal wieder langsam machen. MacGyver ist wieder am Start. Leute, Gott sei Dank. So, wartet mal. Jetzt muss wieder Holz gehackt werden. Halt, ich mache das mal wieder baumtechnisch im Detail. So wie ich es liebe. Aber die sind hier alle nur 77%. Ne, der meist doch nicht im Detail. Komm. Ratzekahl weg. Und hier unten auch ein bisschen. Wir haben ja relativ viele Bäume. Ich glaube, ich muss das nicht so machen. So, Gott. Langsam aber sicher wird es da was. Dann haben wir auch wieder ein Gefängnis. Ernte ist fehlgeschlagen. Carlotta, was machst du da? Schauter ist am Forschen. Sehr schön. Das wäre dann... Oh, und Snowden ist am Schneidern. Hervorragend. Also, es sieht so aus, als ob... Ey, Carlotta ist auch wieder unter den Lebenden. Alle sind wieder... Wurde immun. Ja, sehr schön. Alle sind wieder am Start. Hervorragend. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal diese Sicherheitssachen zu Ende und dann reden wir mal über... Außer das könnte jemand parallel machen mit den Steinen. Muss ich mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, wer hier zur Verfügung steht. Das ist auch Handwerk, ne? Steine bearbeiten. Was ist das noch? Dinge am Arbeitsplatz fertigen, mit Raffinerien arbeiten, Drogen, Steine einschmelzen. Wer ist da der Talentierteste? Natürlich auch MacGyver, aber der kann das nicht machen. Der hat schon so viel anderes. Snowden könnte das auch machen. 8 von 20. Ja, Snowden wird dann Schneidern und Handwerk. Das ist doch okay. Dann können wir das mit dem Steinmetz eigentlich mal starten. Die Frage ist, wo packen wir das hin? Ich meine, wir machen ja im Moment alles in diesem Raum hier. In der Hinsicht wäre das konsequent, das hier auch noch weiterzumachen. Ja, wir bräuchten noch so einen Arbeitsraum und all sowas. Klar, das wäre natürlich sehr schön. Q und E. Hier könnte man das hinbauen. Oder hier in den Lagerraum wäre auch eine Möglichkeit, oder? Betten wieder auf normal stellen. Ah, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ach nee. Das war es ja gar nicht. Okay. So, Jäger ohne Fernkampfwaffe. Snowden hat seine Fernkampfwaffe verloren. Das Problem ist, dass jetzt der gute Schauter das Sturmgewehr hat. Der hat aber Fernkampf 2. Der sollte das Sturmgewehr fallen lassen. Warte mal, wie geht das? Im Inventar, glaube ich, ne? Lass das mal liegen. Ja. Snowden... Kannst du bitte das Sturmgewehr nehmen? Alles klar. Okay. Ich meinte, er geht ja gerne auf Jagd mit seinem Sturmgewehr. Auch wenn er beim letzten Mal nicht so richtig gut getroffen hat. So, das wird ja hier langsam was. Das ist sehr erfreulich. Wird noch das Dach gebaut. Habe ich hier vorne die Böden etwa nicht gemacht? Ah, ich sehe es schon.
Ich sehe es schon. Das Thema kennen wir doch. Okay. Und Strom ist hier auch noch nicht gelegt, aber das wird alles was. Eigentlich können wir dann schon mal als nächstes versuchen, das mal mit der Heizung hier zu machen. Hier die Heizung reinzusetzen. Und dann wieder eine Kühlung. Ne, eine Lüftung. Hier zwischen die Räume zu bauen. In der Hoffnung, dass das funktionieren wird. Das ist ja mal das Riesenprojekt fürs nächste Jahr, irgendwie so eine Warmwasseranlage zu machen, falls wir bis da noch leben. Also mit dem Strom sieht das jetzt wieder ganz gut aus. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super prioritär mit den Solarzellen, würde ich mal sagen. Im Moment kommen wir ganz gut damit weg. Holz haben wir auch wieder, also rohressourcenmäßig sieht es ganz gut aus. Gebaut werden kann jetzt, bloß das Ding muss jetzt erstmal fertig gebaut werden. Okay, können wir ein bisschen schneller machen. Parker ist genäht, sehr schön. Und es gibt ein Zusammenbruchsrisiko. MacGyver ist irgendwie frustriert. Was ist mit MacGyver los? Müssen wir uns kurz angucken. Okay, starker Erholungsmangel, unansehnliche Umgebung, in der Kälte geschlafen, gestörter Schlaf. Das Problem ist, ich glaube, er war betroffen, dass wir sein Bett nicht umgeswitcht haben. MacGyver. Du nimmst aber dieses Bett hier, ne? Und Carlotta bekommt wieder das Bett. Und Snowden geht dahin. Jetzt müssen alle wieder Betten haben. Und nach der Nacht sollte das eigentlich wieder was werden. Mit dem Zusammenbruch. MacGyver wird sich schon beruhigen. Können wir ihn vielleicht da sogar hinschicken? Geh mal pennen, Alter. Nee, geht nicht. Gute Nacht, Bendaxon. Doch, ich hab's gelesen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hätten wir Rauchblatt, wäre er nicht frustriert. Ja, Rauchblatt, da kommt auch... Oh Leute, wir haben so viele Projekte am Start. Ein zweites Klo wäre gut. Oh Gott, jetzt trudeln die Vorschläge ein. Wir haben doch hier zwei Klos. Das ist doch das Gefangenenklo, da kann man doch auch rein, oder? Ey, hier kann man sogar Unisex. Okay. Krass. Ich bin beeindruckt. Das ist, glaube ich, diese Hygienemod, ne? Das Klo auf dem Gefängnis, das muss auch reichen. Hä, warum gehst du denn da pennen? Ach so, weil wir... Ah, schaut mal. Klar. Weil wir das hier noch nicht eingerichtet haben, ihr zugewiesen haben. Es sieht ja auch noch nicht richtig schick aus. Es ist ja noch nicht fertig. Nächste Nacht dann, ne? Würde ich sagen. Nächste Nacht. So, es sieht so aus, als bräuchten wir hier auch nochmal doch weitere Stühle. Jetzt versammeln sich nämlich doch hier einige Leute. Und dann packen wir hier noch zwei Stühle hin. 482 Holz. Gott, könnte man Holz essen? Das wäre schön. Was holt sich Schauter da? Keine Ahnung, was ihr sie jetzt geholt habt. So, die letzte Nacht zusammen in eurem kleinen Häuschen. Und MacGyver, der hat sich jetzt offensichtlich irgendwie wieder ein bisschen beruhigt. Nettes Esszimmer. Geräumige Umgebung. Jetzt geht er schlafen. Ja, jetzt ist wieder alles gut. Puh. Ach, schaut mal, MacGyver und Carlotta quatschten über das Kotzen. Man könnte auch formulieren, sie haben sich ihre Krankengeschichten gegenseitig erzählt. Okay, wir haben den 9. September. Wie lange geht denn immer der Herbst? Irgendwie 25 Tage oder wie lange? Ich weiß es gar nicht. Kunst. Ja, Leute, das ist das nächste Thema. Kunst. Ja, die Brocken, die müssen da raus. Ich dachte ehrlich gesagt, die tragen die selber raus. Aber das machen sie offenbar nicht. Danke für den Hinweis. Warte mal, das
Kann ich das hier allgemein? Kann ich bestimmt, aber ich weiß nicht wie. P. Ja. Ich dachte, das würden die selber machen. Aber man muss ihnen ja alles sagen hier. 15 Tage jede Jahreszeit. Oh, in 5 Tagen wird es ernst. Qualität der Stühle hochdrehen. Wollen wir das wirklich? Sind wir schon so gut? Qualität übel. Ich weiß nicht, ob wir schon... Wir sollten vielleicht normal machen, ne? Versuchen wir mal, ob das funktioniert. Man kann auch irgendwie allgemein die Qualität irgendwo einstellen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Qualitätseinstellung, dass die Standardqualität normal jetzt inzwischen ist, bin mir nicht ganz sicher. 15, 15, 30. Kannst auch einen Rahmen ziehen, okay. Ah, Doppelklick, alles klar. Die Frage ist, haben wir Zeit für so ein Gedöns? So viel zu tun, so wenig Bauarbeiterzeit. Ja, und du machst noch mehr Vorschläge mit Steinmetz und alles Mögliche. Und dann rumjammern, wenn die Leute so viel zu tun haben. Qualitätseinstellung Standard, Menü Options, Mod Options, Quality Builder Default. Menü Options. Mod Einstellung. Quality Builder Standard. Die Frage ist, sind wir gut genug, um überall normal irgendwas zu bauen? Ich weiß es nicht. Sollten wir vielleicht auf schlecht stellen? Steinmetz ist ein Hiwi-Job, das kann jeder machen. Bauarbeiter. Lassen wir erstmal auf schlecht, oder? Normal. Okay. Dann machen wir. Versuchen wir es normal. Wenn wir die Zeit haben, das heißt aber, das ist dann immer. Nochmal neu gemacht werden muss, wenn es nicht klappt, ne? Okay, der Chat ist für normal, dann machen wir es normal. Vornehm geht die Welt zugrunde, würde ich sagen. Das ist hier unsere Devise. So Leute, ich muss mal meine Zigarre wieder anzünden. So lange lasse ich mal langsam weiterlaufen in der Nacht. Und auf Twitch wurde das Whisky-Gespräch abgeschlossen mit einer Whisky-Bestellung bei Vic.de. Das hört man noch gerne. Genau, muss der Papaya. Dann sitzen Sie bequem, wenn Sie verhungern. So ist es. Wie viele Skillpunkte hat unser Konstruktor? Bauen. MacGyver hat 8. Ja, das ist auch der Beste. Das ist auch seine erste und oberste Priorität. In Schneidern ist er sogar besser als Snowden. Aber das haben wir jetzt Snowden überantwortet. Das lassen wir mal so. So. Zwecks Kunst könntest du Texte auf Schriftrollen am Crafting Spot verfassen. Ja, dazu müsste ich erstmal Schriftrollen herstellen, Papier herstellen, oder? Bauen 8 und normal sollte gehen. Okay, alles klar. Naja, es geht ja nicht nur um Stühle, ne? Wir haben ja jetzt alles auf normal gestellt. Naja, bevor die Kolonie verhungert, unten im Reiter Tiere alle mit 0% Aggression jagen.
Ja, das klar, das machen wir. So, Princess geht erstmal auf Klo. Shouter war noch drin und hat zugeschaut. Jetzt geht Shouter auf Klo. Im anderen Klo. Also auf jeden Fall, sie benutzen beide Klos. Das finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch tun. Oh, jetzt geht's hier weiter. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch tun, wenn da Gefangene drin sind. Das wäre interessant. Ich nehme aber jetzt keine Gefangenen mehr. Gefangene werden mir jetzt nicht mehr gemacht. Okay, geht auf allen Textilien. Und auf welchen Handwerkertisch macht man das? Aber Leute, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Kunst. Nee, ernsthaft. Das ist jetzt, hat ehrlich gesagt für mich keine Top-Priorität. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Stimmung bei den Leuten das Problem sein wird. Ich glaube, im ersten Jahr haben sie noch dieses Neuankömmling-Bonus-Dings, ne? Das Problem wird die Nahrung sein, seien wir ehrlich. Wir werden einen harten Winter erleben, einen harten Nahrungskampf erleben. Aber da kann natürlich Kunst vielleicht auch helfen, ich weiß es nicht. Naja, Kunst ist Bildhauer. Ja, wir haben aber eine Mod installiert, wo man schreiben kann, wo man literarische Werke verfassen kann. So. Okay, warte mal, jetzt wird dieses Verteidigungsding gerade fertig gebaut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Die Batterien sind voll. Wollen wir noch eine neue Batterie bauen? Oder ist das irgendwann sinnlos? Ich meine, die ist ziemlich teuer, ne? 70 Stahl. Was sagt der Chat? Wollen wir eine neue Batterie bauen oder lassen wir es einfach jetzt dabei? Okay, mit Kunst kann man auch Handel betreiben, alles klar. Du hast bei allen Essen auch auf üppig, oder? Ah, das ist vielleicht nochmal ein Thema. Wie stellt man das denn bitte ein? Besucher wollen wir nicht. Üppig, ja. Wollen wir auf einfach stellen? Was haltet ihr davon? Ach so, was heißt denn das eigentlich? Ich weiß gar nicht, was ich da tue. Einfach, üppig, keine Ahnung. Was macht man damit? Was passiert da? Okay, man hat eh nur einfache Mahlzeiten. Ah, alles klar. Alles klar, stimmt. Wir stellen einfache Mahlzeiten her. Üppige, leckere. Ah, ich verstehe. Ah, okay, alles klar. Dann macht diese Einstellung keinen Sinn. So, hier kam ein Tipp. Ich soll die Bauteile sparen, wenn wir Geothermie machen. Für Geothermie. Ein Freiraum zwischen den Batterien lassen, damit ich beide abfackeln, wenn eine kaputt geht. Tja, aber jetzt habe ich sie nicht. Jetzt habe ich sie nebeneinander gebaut und eine neue wollten wir jetzt erstmal nicht mehr bauen. Gut, Leute, warte mal. Ich werde mal jetzt die zweite Verteidigungsstation bauen. Ihr habt euch jetzt noch nicht, es war irgendwie unterschiedlich gesagt, ob es jetzt sinnvoll ist. Vielleicht können wir auch ein bisschen sparen, indem wir das so machen. Das ist jetzt die Mini-Variante. Können immer noch drei Leute stehen. Das denke ich auch in Ordnung. Und ob das jetzt mit dem Dach sinnvoll ist, da wart ihr irgendwie unentschieden. Aber ich erstelle jetzt mein Dach. So. Ist jetzt nicht optimal gebaut, fällt mir gerade mal so auf. Hätte man vielleicht hier so hinbauen müssen. Aber egal. Wenn die von hier kommen, bauen wir noch eins hier hin. Dann können wir von dort aus auch feuern. Das geht auch. Machen wir vielleicht hier noch ein größeres.
Oh, Forschung ist abgeschlossen. Hydrokulturen. So. Okay. Kann kein Dach über die Eiche erstellen. Okay, da muss die erstmal natürlich fallen. Und dann kommt das Dach später. Und hier ist die Frage, hier könnten wir komplett zumachen. Soll ich hier eine Holzwand hinziehen? Oder was meint ihr? Dann hätten wir es eigentlich jetzt. Außer hier oben. Da weiß ich noch nicht. Da müsste man auch was machen. So, was sagt der Chat? Was wollen wir hier machen? Wollen wir hier eine Holzwand machen? Oder soll ich irgendwie eine Steinwand machen? Oder keine Ahnung, was wir hier haben. Eine Marmorwand oder was weiß ich. Oh ja, wir haben jetzt ein Nahrungsproblem. Das stimmt. Wir haben jetzt schon ein Nahrungsproblem. Und es ist noch nicht mal Winter. Ihh, unangenehm. Wir müssen viel mehr Nahrung anbauen. Holz, sprengen Sie die weg. Okay, da muss eine Steinwand hin. Tja, Leute. Müssen wir jetzt hier auf Jagd gehen? Wie läuft das? Markiert Tiere, die gejagt werden sollen. Ja. Ist der Moment für die Jagd gekommen? Was meint ihr? Wir haben jetzt echt kaum noch was zu essen. Soll Snowden losgehen? Oh, übrigens, hier die Betten sind fertig. Sehr schön. Dann wird jetzt hier... Wer wird jetzt hier schlafen? Schauter wird hier schlafen. Und hier wird Rekayem schlafen. Und ja, das machen wir jetzt zu Gästebetten oder so. Gefangene will ich jetzt eh nicht haben. Ich weiß auch nicht, was Gäste jetzt hier sollen, aber egal. Tiere regenerieren auch, schießt die Hasen weg und schau, was nachkommt. Hasen, für die Mini-Portion lohnt sich das Aufstehen nicht. Der Whistleblower muss gehen. Ein Schlachttisch, das geht dann effektiver oder was? Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Platz mehr. Wir könnten... Wo sollen wir das denn noch bauen, Leute? Wir könnten es bei den Batterien mit reinbauen. Oder nach draußen. Wäre auch eine Möglichkeit. Forschung. Forschung, Forschung und wenig Nahrung. Keine Forschung. Ein Kolonist untätig. Okay, wir pausieren mal und reden über Forschung. Also vorhin war das Thema... warum? Hallo? Oh nee, jetzt kann ich mir den... Doch, hier. Teufelspilz. Was wollen wir machen, Leute? Was wollen wir machen? Drogenherstellung? Nee. Klingt jetzt nicht so mega. Ja, geothermale Energie, das ist jetzt das langfristige Thema. Das würde ich tendenziell, glaube ich, schon mal machen wollen. Oder Psychoidbraun. Geothermie wäre langfristig super. Mikroelektronik immer noch. So ein Handelsschiff ist echt Gold. Okay, also... Der Chat ist ziemlich Röhrenfernseher. Dann können Sie beim Verhungern einen RimWorld-Let's Play schauen. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir... Der Chat ist eindeutig für Geothermie, geothermale Energie. Machen wir das jetzt. Vielleicht bauen wir dann gar keine Solarzellen mehr. Dann haben wir da zwar ein bisschen umsonst geforscht, aber okay. So, also die Idee mit dem Schlachtertisch, die finde ich jetzt ziemlich überzeugend. Und wenn ihr sagt, es ist so blutig, kann man den nicht draußen hinstellen oder ist das doof? Was ist der Nachteil, den Schlachtertisch draußen hinzustellen?
Warte mal, ich gucke mir das nochmal an. Also Produktion, Schlachtbank. So. Da werde ich ihn nicht hinstellen, das ist widerlich. Wir könnten ihn hier hinstellen, wir könnten ihn hier hinstellen. Bei den Batterien, warum nicht bei den Batterien? Arbeitsgeschwindigkeit. Okay. Alles klar, verstanden. Ja, dann ist die Frage, wir könnten ihn natürlich auch in diesen Raum stellen, den wir derzeit ja nicht benötigen. Das ist vielleicht das Beste. Aber der, nee, der ist nicht warm, ne? Die wollen es auch warm haben, oder? Ich meine, von hier können wir noch eine Heizung hinstellen. Kühlraum ist auch Mist, der Raum ist gut. In den Unterstand. Ein Miniraum zum Schlachten. Okay, wir bauen noch einen Schlachterraum. Ihr habt mich überzeugt. Jetzt ist die Frage, wo wir den bauen. Der sollte vermutlich. Wir können ihn ja hierhin bauen. Jo. Hier ist bloß dieser Stab. Den können wir aber woanders installieren. Oder vielleicht bauen wir den hier so rein. Das ist okay. Bauen wir hier unseren Schlachtraum. Gut. Also, einfach eine Holzwand. Das kann ja wirklich nur so ein Miniraum sein, ne? Oder ich könnte hier vorne noch so einen Baum, so einen Mini-Anbau machen. Nee, wer weiß, vielleicht müssen wir das Lager nochmal erweitern. Wir machen das hier. Ist ein bisschen komisch jetzt, aber egal. So, und dann bauen wir gleich das Ding, Schlachtbank. Ja, ist noch nicht im Freien, das wird ja noch. Ich hoffe, er checkt, dass hier ein Dach erstellt wird. Bin ich ganz sicher, vermutlich nicht. Machen wir das. Und dann brauchen wir bestimmt auch eine Lampe da, oder? Was doof ist, weil da müssen wir wieder ein riesen Stromkabel dahin ziehen. Kann vielleicht auch bei Fackel gearbeitet werden. Ist da drüben ja auch der Fall. Im Gefängnis. Okay. Gut. Fackel gibt gleich etwas Wärme. Okay, es ist eine Fraktion auf Durchreise. Mit denen kann man, glaube ich, aber nicht handeln, ne? Nur mit den Händlern. So, und dann kann eigentlich Snowden gleich mal loslegen. Und wie war da jetzt die Meinung? Wir sollten die großen Viecher jagen, die Alpakas, oder? Die bringen hoffentlich ordentlich Fleisch. Und die Muffe los. Zwei Prozent ist doch eine geringe Wahrscheinlichkeit, oder? Ich meine, die haben fast alle 2%. Vielleicht fangen wir mal mit den Alpakas an. Wollen wir es mal nicht übertreiben. So, das Ding ist gebaut. Hier wird auch schon fleißig. Wie ist das mit der Temperatur hier? Wir sind hier bei. Oh, Leute, das klappt ja ganz gut. Wir sind bei 21. Das wollen wir nicht. Wir wollen 17 haben. Ist ja hervorragend. Draußen ist 9 Grad. Okay, ist jetzt auch nicht so kalt draußen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Irgendjemand hat Probleme. Snowden. Was ist mit Snowden? Hallo? Verrottende Leiche gesehen. Erholungsmangel, Dunkelheit, leichte Schmerzen, unansehnliche Umgebung. Der hat jetzt diverse Leichen gesehen. Wo hat er denn bitte Leichen gesehen?
Er ist aber schon hier mega am Jagen, sehe ich gerade. Und die anderen schauen zu, wie die hauen nicht ab. Das ist ja auch ein bisschen traurig. Wo bringst du die jetzt hin? Ah, dahin. Okay. Ja, das ist ja in Ordnung. Geht los. Snowden hat seinen Job erfüllt. Ist zwar total... Ich meinte, mit dem Sturmgewehr und kurz vor dem Zusammenbruch könnte auch ein Problem sein. Warum ist er denn so gestresst? Ich meine, soll er sich hinlegen? Ja, okay, Gräber ausheben. Aber ich meinte, hallo, der war doch nicht da oben beim Jagen. Wie hebe ich denn bitte Gräber aus? Wo mache ich das denn? Bei Hygiene? Nee. Bei Hygiene etc.? Nee. Bei Diverses bestimmt. Grab, okay. Lege die Toten in Gräber und gib ihnen eine gebührende Ruhestätte. Kolonisten werden die Gräber für meditatives Vergnügen besuchen. Mehr Freizeit bei Snowden. Ja, ich habe die Arbeit, das Arbeitspensum habe ich ein bisschen umgestellt. Was ist denn hier los eigentlich? Schlafen. Was? Die haben noch gar kein Arbeitspensum. Die machen, was sie wollen? Ich fasse es nicht. Wir wollen es mal hier so wie bei allen machen. Ach, Snowden soll sich nicht so haben. Zweimal verrottene Leiche gesehen. Das scheint echt ein Problem zu sein. Die Frage ist, wo wollen wir denn unseren kleinen Friedhof bauen? Also ich bin ja nicht abgeneigt, das zu machen. Mittagspause ist wichtig. Der Typ am Fluss, ja, das ist natürlich noch ein Argument. Oh ja, der sieht nicht mehr so gut aus. Gut, dann suchen wir uns einen Ort für die Gräber. Vielleicht hier? Hier hinter? Ist ganz schön nah dran, ne? Aber es mögen die auch. Zum Meditieren, haben wir gehört. Ich baue das mal. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Ich baue mal ein Grab. Geht nicht? Warum nicht? Ah, hier. Ach, das muss man natürlich in Erde machen. Ja, ich verstehe. Mal gucken, was da passiert. So, Leute, meine Zigarre ist schon wieder ausgegangen. Schrecklich. Ich hasse es. Wenn die so lange... Piratenhändler? Oh, was heißt das? Eine Kavarane-Fraktion nähert sich. Sie sind Piratenhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Das machen wir natürlich nicht. Ja, die Frage ist, haben wir irgendwas zum Verkaufen? Alte Waffen, die nicht mehr funktionieren zum Beispiel? Okay, wartet mal. Hier kommen jetzt erstmal die Händler. So, jetzt war die Idee, dass wir diese Typen hier ausziehen und die Sachen verkaufen, was die hatten. Irgendwer war doch Psychopathin. Das war Carlotta. Carlotta war Psychopathin. Gucken wir nochmal kurz. Bio, so, das heißt Psychopath. Sie hat kein Problem mit irgendwas. Gut, das heißt, sie könnte eigentlich die Sachen ausziehen, oder? Ich weiß gar nicht, kann man das direkt steuern? Ja, kann man. Die soll das jetzt mal machen. Kleidung mit dem T kann man nicht verkaufen.
Händler kaufen das nicht. Ja, warte mal. Ausziehen bringt nur bei Verkauf was oder Händler kaufen das nicht? Was denn nur? Tja, Leute. Da scheint der Chat sich jetzt uneins zu sein. Jetzt habe ich die Arme gestört beim Schlafen. Ich meine, sie ist Psychopathin, die stört das nicht. Ausprobieren. Was Tote anhatten, bringt nichts mehr. Verbrennen die Leichenklamotten. Wieso, die können doch mit Klamotten beerdigt werden. Oh, komm. Kannst du mal... Carlotta, kannst du den Befehl wieder... Lösche. Lösche, schlaf weiter. Also der Chat ist sich einig, die kaufen das nicht. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen sie ausschlafen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas handeln können. Vielleicht Nahrung. Wenn du eine Waschmaschine hast, kannst du die verschmutzten Gewänder waschen. So, jetzt kommt der Trupp und wird unser Klo wieder verschmutzen ohne Ende. Verbrenn die Leichen. Ja, ich verbrenne die Leichen mit. Ihr seid auch immer... Ihr macht hier Vorschläge. Ich meine, wir sind hier gerade vor dem Hungertod und erzählt mir, was hier alles theoretisch möglich ist. Halt! Wir haben die Forschung abgeschlossen. Hydrokulturen. Mensch, das geht ja hier irgendwie schnell. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Halt mal, ich muss mal wieder pausieren. Ja. So. Ach nee, Quatsch. Ah Gott, alles klar. Vergesst es. Ich habe es noch nicht weggeklickt. Geothermal war ja am Laufen. So. Kann ich eigentlich jetzt schon handeln, wenn die pennen? Oder muss da jemand hingehen? Ah, sie stehen langsam auf. So, ich habe schon wieder vergessen, wie man das macht mit dem Handel. Hier war doch immer so ein Boss. Und irgendjemand muss die ansprechen mit Rechtsklick oder sowas. Handle. Ah ja, alles klar. So, Paula, du handelst und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas hier noch sinnvoll verkaufen können. Und am besten ein bisschen Nahrung holen, oder? Okay, was haben wir denn? Medizin, Methadon, Muntermacher. Also er hat keine Nahrung. Warkweibchen, Flake, ein Psychit. Ach nee, er hat nur... Ich weiß gar nicht, hat er das überhaupt? Ach, das hat er hier. Und das haben wir. Ah, ich verstehe, alles klar. Ich kapiere. Das sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendwas Sinnvolles kriegen können. Oder hat der Chat irgendwie ein Fortschritt? Was ist Luciferium? Ein Gebäude aus fortschrittlichen Mechaniten. Kann alte Narben und auch Gehirnschäden reparieren. Luciferium ist voll gut. Nee, mach zu, der hat nichts für uns. Kein Luzi. Ja, nee, das ist zu teuer für uns, würde ich mal sagen. Alles klar. Abbruch. Tut mir leid. Jetzt hängt ihr wieder wochenlang rum und nervt. Ich sehe das schon. So, Leute, was machen wir denn hier gerade? Wir düdeln hier irgendwie rum. Das ist gebaut. Das ist gebaut. Ach so, wir waren dabei, dass wir hier oben irgendwie was aus Steinen bauen. Jetzt ist die Frage, wir haben ja noch keine... Ach so, er ist immer noch am... Was macht Snowden eigentlich? Er ist schon wieder am Jagen. Komm, wir wollen mal zuschauen. Bleibt doch mal stehen. Snowden ist voll unentspannt.
Man könnte sich auch ausrauben und die Drogen für die gute Sache unsere. Ja, Revolver und Schrotflinte kann auch verteilt werden. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Wer hat denn noch keine Waffe? Sie will ja eh nicht. Sie ist Fernkampf 2. Er ist Fernkampf 2 mit dem Plus. Carlotta hat das Messer. Paula. Paula, würde ich sagen, nimmt die Schrotflinte. Und er könnte auch noch ein Messer nehmen, aber das Messer, was wir haben, ist Schrott. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, eine Maschinenpistole mit 50 zu nehmen. Bin mir nicht ganz sicher. Dann kriegt er den Revolver. Ja, ich habe jetzt Shift gemacht. Ich habe es kapiert. Shift und dann reiht er sich ein. Alles klar. Wenn ich das Repetiergewehr zum Jagen nehme, dann ist die Chance niedriger, dass die Viecher aggro werden. So, Schlachttisch. Schlachten. Ob ich das eingestellt habe? Gute Frage. Ich habe hier noch gar nichts eingestellt. Schlachte Kreatur. Wiederhole für immer. Gut, guter Hinweis. Das haben wir nämlich nicht getan. Aber wo ist das? Ach, schaut mal, aber hier Alpaka-Fleisch. Ach, verdammt! Der macht das nicht dort! Er macht es dort! Das Ding müssen wir eigentlich abreißen. Wir haben doch jetzt einen Schlachttisch. Oh, wir deppen. Ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Ach doch. Schlachtplatz. Kann ich den abreißen? Carlotta. Jetzt geil, dieses angeschlachtete Ding wird zurückgetan. Jetzt bitte hier schlachten. Oh Mann, 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 Mann. So, Zone bitte noch hier mal erweitern. Hallo? Ja, jetzt wird weiter geschlachtet. So sieht's aus. Hervorragend. Okay, das ändert nicht so richtig was an unserem Nahrungsnotstand, aber ein bisschen. Wir haben 11. September. Kartoffeln, Reis. Wird davon noch irgendwas fertig? Ich weiß es nicht. Vorratskapsel. Hey. Plastahl. Plastahl, was auch immer das ist. Okay. Wollen wir haben? Metallschrott können wir, glaube ich, jetzt noch nicht nutzen, oder? Ist sogar relativ in der Nähe. Es wäre schön, wenn in der Vorratskapsel irgendwie so hypergeile Nahrung wäre. Das würde helfen. Wer ist denn hier untätig? Schauter. Schauter ist untätig. Schauter braucht ein... Wisst ihr was? Schauter braucht jetzt einen Kunsttisch. Das machen wir jetzt. Schauter ist der Mega-Künstler. Wir bauen ihm jetzt eine Bildhauerwerkbank. Und das bauen wir ihm hier rein. Und dann stellen wir in jedes Zimmerchen was Schönes und dann wird der Winter toll. Egal, wie viel zu essen da ist. Beim Steinmetz? Wir haben, glaube ich, noch keinen Steinmetz. Wir stellen erstmal Kunst her. Ach so, wir hatten immer noch überlegt, hier mit der Struktur, mit der Wand. Wir haben noch keine... Ach so, wir... Hm? Warum taucht jetzt hier keine Steinwand auf? Weil wir keinen Stein haben? Vermutlich, ne? Stahl wird übrigens auch wieder eng.
Achso, ich kann auch hier aufklicken, ne? Besuchergruppe Verwandtschaft. Was geht denn hier los? Das System. Aha, so geht das System, alles klar. Eine Gruppe der Fraktion Herrera besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handel dabei zu haben. In der angekommenen Besuchergruppe sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangene. Der Vater von Princess und der Vater von Shouta ist am Start. Krass. Okay. Vielleicht haben die ja noch was für uns. Da ist er. Dann lassen wir mal Princess mit dem sprechen. Was auch immer Princess da gerade macht. Wo geht er denn jetzt hin? Er setzt sich da erstmal hin. So, was haben die denn? Die haben einen Helm, EMP-Granaten. Medizin, Überlebensration, drei haben die. Ich weiß nicht, lohnt sich das, die zu kaufen? Ist ziemlich teuer, ne? 32. Und drei zu kaufen? Bringt uns das irgendwie, hilft uns das irgendwie weiter? Die Maschinenpistole kann ich verkaufen. Ja, 50%. Ja, toll. Kriegen wir zwei von. Medizin kaufen ist der Vorschlag. Zweimal. Wir haben noch 19. Brauchen wir das wirklich? Ein Stoffparker? Oh ja. Den haben wir irgendwie über, oder was? Hat sich keiner genommen. Den können wir, glaube ich, relativ simpel wiederherstellen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann kaufen wir uns einfach diese verdammten Überlebensrationen. Das ist quasi ein Nullsummengeschäft. Wir haben noch eine Hose aus Schweineleder. Die brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und ein schlechter Stahlhelm. Wo ist der denn? Warum liegt der denn irgendwo rum? Ja. Wie falscher Verhandlungspartner. Hier steht Raffi und Händler. Oder meinst du, weil Princess irgendwie untalentiert ist? Sind die Preise besser, wenn wir einen anderen schicken? Drei Nahrung sind bei dir circa 10%. Weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Marktwert 24. Minus 4,5% Verhandlungsbonus. Nö, das scheint nicht. Ah, okay. Ich will das nur kapieren jetzt mal kurz. Verhandlungsbonus. Nur unwesentlich andere Preise, sagt Captain Assassin. Okay. Gut, alles klar. Warte, wir machen das jetzt trotzdem. Das nächste Mal schicke ich unsere Sozialchefs hin. Kein Problem, ich habe es kapiert, aber habe jetzt keinen Bock mehr. So, was ist denn hier mit den Bildhauern? Kleine Skulpturen. Was braucht er da für Materialien? Steht das hier? 50 Materialien. Kann er das nicht aus Holz machen? Eine Holzskulptur? Holz. Geht. Okay. Wir machen mal erstmal eine. Mal gucken, was da passiert. So, das nächste wäre dann so ein Steinmetzwerkstatt. Und auch da stellt sich wieder die Frage, wo wir das machen. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Platz geworden. Vielleicht können wir die hier reinbauen. Nee, Steinmetz nicht. Ja, doch, Steinmetz, ne? Wenn wir dort die Wand bauen wollen, ist das, glaube ich, ganz gut.
30, 80. Joa. Komm, packen wir jetzt hier rein. Packen wir jetzt hier rein und dann noch eine kleine Fackel auch noch hier dahin. Fertig ist der Lack. Das alte Messer hätten wir noch verkaufen können. Ah, das wollten die, glaube ich, nicht. So, Schauter ist jetzt hier. Schaut mal an. Der Mega-Künstler. Der ist jetzt hier schon tierisch am Wirken. Und aus was macht er das jetzt? Eine Holzskulptur. Ja, perfekt. Alles klar. Sehr schön. So, ist immer noch das Essensthema, aber wir haben jetzt ein bisschen eine Ernte zumindest gehabt. Das ist beruhigend. Wie sieht es aus mit Snowden? Snowden und seine Jagd, die Wildtiere. Behandlung nötig, was ist hier los? Was ist mit Paula? Wieso ist da Behandlung nötig? Krebsgeschwür. Naja. Linke Lunge. Mal gucken. So, wir wollten nochmal bei Wildtieren gucken. Hasen haben wir jetzt noch beim 0%. Alpakas sind jetzt nicht mehr so stark. So, wollen wir Muffalos oder wollen wir Hasen jagen? Was sagt der Chat? Ich könnte mir irgendwie eine Ersatzlunge beschaffen. Muffalos, sagt der Chat. Das heißt aber, wir sollten vielleicht dann doch das mit dem Repetiergewehr tauschen. Dass er dieses Ding da mal fallen lässt. Beziehungsweise, warte mal. Ne, wer hat noch eins? MacGyver hat, glaube ich, das Repetiergewehr, ne? Wo ist MacGyver gerade? Da unten. Dann schmeiß das mal hin. Und Snowden holt sich das jetzt bitte. Wo ist denn das jetzt hin? Hallo? Ach, da ist es. So, und dann lassen wir ihn damit jagen. Ihr habt gesagt, dann ist die Chance, dass die wild werden, deutlich geringer. Dann machen wir das so. Und dann kriegt eben MacGyver das Sturmgewehr. Okay. Und dann jagen wir die Muffalos. Auf geht's. So. Wie sieht's aus? Holzskulptur ist immer noch unfertig. Ein bisschen Arbeit ist noch verbleibend. Schauter. Achso, der guckt in den Himmel. Ansonsten Snowden. Snowden ist irgendwie ein bisschen labil, habe ich das Gefühl. Der hat... Da müssen wir doch irgendwas machen hier. Wir machen mal doch hier in der Mittagszeit zumindest geben wir Snowden mal 2 Stunden, wo er entscheiden kann, was er machen will. Ist das nicht fair? Gute Nacht, die alle pennen gehen. Bei der Steinmetzbank noch einen Auftrag festlegen? Ja, okay. Danke. Stelle, so was brauchen wir denn jetzt hier? Sandstein, Marmor. Okay. Achso, wir brauchen dafür Steinbrocken. Was haben wir denn? Ich glaube Granit oder sowas. Was liegt hier rum? Marmorbrocken ohne Ende. Dann würde sich ja, glaube ich, anbieten, die zu verbauen. Ich meine, das ist ein bisschen schade für so eine blöde Wand. Wir haben hier auch Sandsteinbrocken. Aber die sind nicht gelagert, ne? Komm, wir machen... Oder dauert Marmor länger? Steht das hier? Konstruktionsfaktor, bla bla bla, Zutaten, Hilfsarbeitergeschwindigkeit. Einfach alle einstellen. Marmor ist sehr gut. Okay, dann machen wir alle. So. Wie viel stellt man jetzt ein? Wiederhole, bis du X hast. Wie viele Steinblöcke wollen wir haben? 50?
Machen wir mal. Und da wir, glaube ich, nur Marmor gelagert haben, müssten sie jetzt eigentlich nur Marmor nehmen, wenn alles gut geht. Mal gucken. Ich bin mir gar nicht so sicher, wer das jetzt macht. Handwerk? Ja, das macht Snowden auch. Genau, hatten wir gesagt, wenn er nicht schneidet, macht er Steine. Ach so, aber er soll jagen. Snowden, was mit dir? Du gehst wahrscheinlich erstmal pennen. Das wird alles morgen erledigt werden. $500 bis $1,000. 200. 1,000 wäre gut für den Anfang. Ich mache immer bis 300. Na gut. Ach, ihr wieder. Machen wir erstmal 310. Was weiß ich, wie schnell die gebaut werden. Ich meinte, er soll ja jagen. Ah, jagen ist, glaube ich, sein erster Job, ne? Insofern wird das, glaube ich, erstmal nix. Ja, jagen, schneidern, Handwerk. Hat eigentlich jeder jetzt hier was für den Winter? Also Parker und der hat einen Helm. Parker Mütze. Ja. Okay, also das ist sozusagen erstmal alles klar. So, dann lass uns mal eine puffen zwischendurch. Du kannst bei der Steinmetz-Werkbank einstellen, in welchem Radius die Steinbrocken gesucht werden. Mhm. Okay, was man alles machen kann, Leute. Ich bin begeistert. Details. Hm. Aha. Okay. Wow, Leute, krass. Das Spiel ist echt der Hammer. Ich mach mal 60. So, ich wollte... Mach mal die Zigarre schon wieder aus, ey. So, Krux. Wer ist bloß auf die Idee gekommen? Der nimmt sich doch eh immer den nächsten, ist doch eher ein Hiwi-Job. Wie bin ich bloß auf die Idee gekommen, nebenbei Zigarre rauchen zu wollen? Aber in der Nacht, da kann man sowas mal machen. Was für ein Frieden. 12. September. Bald kommt der Winter. Wir haben nicht allzu viel Nahrung, aber auch nicht allzu wenig. Und es gibt noch die Jagd. Du kannst genau dort auch einstellen, dass die hergestellten Gegenstände fallen gelassen werden. So rennt man nicht für jeden einzelnen Gegenstand zum Lager. Mhm. Okay. Das sehe ich jetzt nicht. Wo das mit dem Fallen zum besten Lager bringen, jeder Arbeiter. Das sehe ich nicht. Mit dieser Einstellung sind die Neandertaler ausgestorben. Ah, wir haben doch genug für den Winter, den Rest jagen wir. Was, wie? Das sind nicht die zwei, das sind die Gäste, die da schlafen. Wir haben das als Gästebetten definiert. Wallis und Raffi. Princess ist von Raffi die Tochter und Schauter ist von Raffi der Sohn. Deswegen wollte ich ja auch mit Princess handeln. Ich meinte, das war eine rollenspielerische Entscheidung. Gäste tolerieren finde ich ineffizient in Bezug auf unsere Nahrung. Ach, heißt das, wenn die da schlafen, dass sie auch unser Essen essen? Ist das so?
kein Gästezimmer, sondern ein Wohnklo. Das heißt, wenn ich hier Gästebett einstelle, heißt das auch automatisch, dass die essen? Das ist unfassbar. Das ist eine Frechheit. Ich dachte, die bringen sich ihr Essen mit. Du kannst das, glaube ich, einstellen, welche Nahrung die Gäste bekommen. Gäste. Entertain Recruit. Ne, die haben selber Essen. Als Gast willst du auch essen. Ja, das ist nur so ein halber Gast. Du bist nur so Übernachtungsgast. Da liegt ungekühlte Medizin im Lager. Ja, das ist doch die Medizin, die man nicht kühlen muss, wurde mir gesagt. Abends, McSmiley. So, was ist jetzt eigentlich gerade unser Job? Außer irgendwie, keine Ahnung, zugucken. Wollen wir noch irgendwas bauen jetzt im Moment? Lohnt es sich überhaupt noch? Oder werden wir alle sterben? Was hatten wir jetzt gerade erforscht? Wir hatten... Ach so. Ja, was ist jetzt das nächste Projekt? Wir haben Steinmetz, wir haben Kunst. Entweder machen wir sie jetzt... Lassen wir sie machen, oder... Wir könnten jetzt anfangen, ein Gewächshaus zu bauen. Wie war denn das, was wir da jetzt gerade erforscht haben mit diesen... Was waren das nochmal? War das Produktion? Hydrokulturbecken. 100 Stahl, ein Bauteil. Die notwendigen Nährstoffpumpen müssen durchgehend arbeiten. Bei unterbrochener Stromversorgung werden die Pflanzen absterben. Ja, die Mauer, dafür brauchen wir erstmal Steine, oder? Das MacGyver ist gerade am Start. Das packt er jetzt hier hin. Okay, damit haben wir die ersten Steine. Ja, die Mauer, ich glaube, 20 Steine reichen da nicht, ne? Um die Mauer hier durchzuziehen. Whiskybrennerei, nicht so schlecht. Zweimal Solar plus Gewächshauslampe plus Reis. Winter ist okay. Okay, die erste Skulptur ist hergestellt. Wo ist die denn jetzt? Steht die da irgendwo rum? Hat er die irgendwo hingebracht? Ich will die Skulptur sehen, Leute. Da ist sie. Oh, cool. Wisst ihr was? Die Skulptur installieren wir bei MacGyver, bei Snowden, weil der ist irgendwie labil. Die kommt hier hin. Sehr schön. Ja, die arbeiten nicht, weil wir nichts zu tun haben, Leute. Wir können auch mal wieder ein bisschen Stahl abbauen. Halt. Nein, das habe ich, glaube ich, abgebrochen. Nee, habe ich nicht abgebrochen. Wir können aber die nächste Skulptur dann gleich. Wisst ihr was, das mit den Skulpturen, das passt, gefällt mir ganz gut. Wir werden noch mal zwei weitere herstellen. Und dann ist die Frage... Wo machen wir das jetzt? Wo machen wir das jetzt? Ich meinte, man könnte es hier so ranbauen an diesen Batterieraum vielleicht. Hier so in der Größe. Und vorher zwei Solardinger bauen irgendwie. Die können wir hier vorne hinbauen. Das wäre eine Option. Hoffentlich wird er nicht noch labiler durch die Skulptur. Bei der Skulptur steht auch immer was dabei. Oh, alles klar. Exzellent. Das ist eine türkise Schwester.
Ey, krass. Exzellentes Ding, was wir da gebaut haben. Okay, Reichweite der Lampe. Sagt ihr, soll ich mir anschauen? Wie sieht man denn die Reichweite der Lampe? Ah, alles klar. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das passt doch dann eigentlich so vom Plan her. Dann würde ich sagen, werden wir das so ungefähr machen. Okay, da steht noch mehr bei der Kunst, aber ich werde erstmal das hier planen. Gut, also wir bauen jetzt das Ding. Dann bauen wir drumherum, bauen wir eine Wand. Jetzt habe ich mir das natürlich nicht genau angeguckt. Aber 11x11 hatte vorhin sowieso jemand gesagt. Insofern hätte man das weiter nach hinten noch bauen können. Egal. So, dann hatten wir gesagt, wir brauchen zwei Solardinger. Jetzt gehen wir richtig in die Vollen. Vielleicht fangen wir erstmal mit einem an. So. Und dann lassen wir weiterlaufen und wir gucken uns mal die Kunst ein bisschen genauer an. Türkise Schwester. Diese Schnitzerei erzählt von stilisierten weißen Banden. Princess trägt sie weg. Erzählt von stilisierten weißen Bannern, mehrere Waffenschmiede angreifen. Princess liegt verwundet auf dem Boden. Die Szene spielt inmitten einer Zuflucht. Diese Inschrift erzählt von dem Ereignis am 8. August 5500, als Princess Zuflucht überfallen wurde. Okay. 8. August. Das war hier. Das verarbeitet hier eine Situation. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, ich soll auf die Wände und den Schatten achten. Echt? Darauf muss man achten? Verdammt. Okay, dann werde ich nochmal abreißen. Krass. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt. Baue ich sie erstmal dahin. Und hier muss noch mehr abgebaut werden. Ach komm, du kannst da ein bisschen durcharbeiten hier. Warum macht die das eigentlich? Was geht denn hier ab? Ach, das sind die Dinger, die jetzt... Oh Gott, ist ja der Hammer. Muffalo, wir haben gar nicht drauf geachtet. Hast du gut gemacht, Snowden. Wie ist denn Wert jetzt inzwischen? Fernkampf 10. Okay, werf mal ein bisschen Stöckchen. Sehr, sehr gut. Tür zur Lampe. Stimmt. Eine Tür sollten wir auch noch bauen. Der Befehl ist nicht durchgegangen. Ja, weil ich nur markiert habe. Fuchs schreibt, Schatten spielt keine Rolle. Ah, Leute, ich liebe den Chat, wie er sich immer manchmal widerspricht. Herrlich. So, 76 Holz. Da kann auch schon mal wieder was gemacht werden. Würde ich mal sagen. Ach so, dann nimmt er nur die Eichen. Ah, das ist ja bescheuert. Wenn ich das so mache. Nee, dann machen wir das anders. So, jetzt wird es die Solaranlage gebaut.
Wisst ihr noch? Wisst ihr noch damals, wo Steini liebevoll jeden Baum rausgesucht hat? Ja, das war noch Zeiten, ne? Ach ja. So, warte mal. Hier wurde noch der Vorschlag gemacht, dass ich keine Stahlskulpturen herstellen soll. Das ist wahrscheinlich ein guter Hinweis. Steinblöcke sind erlaubt? Ja, okay, Steinblöcke sind erlaubt. So, wie sieht's aus eigentlich mit den Steinen jetzt? Wir haben 40. Was brauchen wir denn für so eine verdammte Wand? So, Strukturen, Wand, Sandstein. 5. Na, da kommen wir noch nicht weit. Das lohnt sich noch nicht. Da muss noch ein bisschen mehr gearbeitet werden. Aber das kommt halt, weil Snowden ist immer noch auf der Jagd. Wir verfolgen mal seine Muffalo-Jagd. Und er hat schon wieder einen erledigt. Gut. Langsam 265, ich habe das Gefühl, unser Essen nimmt zu. 12. September, aber vielleicht ist es auch nur ein komisches Gefühl. So, hey, wir haben Solaranlage. Sehr gut. Steine klopfen muss echt nicht der gute Handwerker machen. Snowden. Macht halt sonst nur Schneider, ne? Ach so, ihr meint, das kann jeder Idiot machen. Ich verstehe. So als Nebenaufgabe. Als Hilfsaufgabe. Ich verstehe. Ja gut, dann machen wir hier mal so 3 und da auch 3. Und da auch 3. Aber ich meinte, Snowden hat ja auch sonst dann nichts zu tun. Priorität ist ja bei ihm eh dann Jagen und Schneidern. Und das nimmt ihm jetzt nur noch weg das Reinigen. Und da gibt es ja auch andere. Naja, das ist schon okay so. So, geil, wie die bei den Gästezimmer immer auf Klo gehen. Das finde ich auch eine gute Sache. So, jetzt leuchtet es hier. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt mal kurz Pause machen. Soll ich jetzt das vollknallen mit diesen erforschten Dingern? Wo waren das jetzt? Hier bei Möbel? Habe ich schon wieder vergessen. Bei Produktion war das. Hydrokultur. 100 Stahl? Ein Ding 100 Stahl? Das ist doch der Hammer. Wollt ihr mich verkohlen? Ich habe das zufällig so gebaut, dass da genau 2 nebeneinander passen. Wie cool ist das denn? Aber das erscheint mir mega teuer zu sein. Vorhin hat jemand einen Vorschlag gemacht, eine Klimaanlage rein und eine Heizung. Und dann geht das auch. Aber warum haben wir das denn erforscht? Okay. Leistung benötigt 2900. Erzeugte Leistung 940. Ja, das ist ganz schön. Ich gebe es zu. Okay, Seezone ausweisen. Das Problem ist aber, wir brauchen ja dann eine Heizung. Dann habe ich. Ja, genau. Das habe ich doch richtig verstanden. Wir werden erstmal eine Zone ausweisen. Anbauzone. So, zack. Und dann kommt dorthin. Wähle Pflanzen. Wo haben wir Reis? Alles klar. So, und dann muss da noch eine Heizung hin. Falls das jetzt geht, wo wir das gemacht haben. Temperatur. Heizung. Können wir hinstellen. Habe ich jetzt eine Heizung ausgewählt? Was habe ich da gebaut? Ja, ist eine Heizung. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Im Sommer bauen wir dann noch eine Kühlung ein. Und dann brauchen wir
was, schon wieder Zusammenbruch? Snowden, Alter, leg dich mal hin und bewundere dein Kunstwerk. Was ist denn da los? Jemand kam auf mich zu, während ich die Toilette benutzte. Ja, das ist der Scheiß mit den Gästen. Wisst ihr was? Wir sperren das für Gäste. Die sollen abhauen hier. Die Leute werden beim... die Leute werden beim Klogang gestört. Ihr müsst mal gehen. Snowden ist immer noch auf... Ach, der sieht hier immer diese verdammte Leiche. Nein, das ist das Problem. Bei der Jagd sieht er diese doofe Leiche. Was ist eigentlich mit unserem Grab geschehen? Erlaubt menschliche Leichen. Und wie kriege ich ja da jetzt die Leiche rein? Wir nehmen jetzt mal unsere Psychopathin, Carlotta. Na, oh, manchmal. So, dann hol mal diese verdammte Leiche da jetzt weg. Und bringt die jetzt dorthin? Wie kann ich das jetzt sagen? Snowden flippt gleich aus, ey. Hier ist auch noch eine Hundeleiche, eine Timberwolf-Leiche. Oh, oh, oh. Die spielen jetzt mal alle zu dritt. Wie schön. Naja, ist ja auch abends. Das Grab kannst du zuweisen wie die Betten. Aha. Ah, Kolonist zuweisen. Ja, was? Und dann legen die sich da rein oder bringen die Leichen dorthin? Was ist das denn jetzt bitte? Wie soll das denn funktionieren? Das sind doch die Gräber für die zukünftigen Kolonisten. Aber ich will jetzt diese Leiche in das Grab dort schicken. Irgendjemand trägt die jetzt. Achso, Carlotta trägt die jetzt. Wo trägt die jetzt hin? Die trägt die dahin. Da soll sie aber nicht hin. Die soll dahin. Kann ich mit Rechtsklick nicht anklicken. Okay, die sind glücklich. Ja, das ist also ein anderes Thema. Okay. Warte mal, haben wir denn schon so eine Verbrennungsanlage oder müssen wir die erforschen? Wir haben eine Verbrennungsgrube. Okay, Leute, dann machen wir jetzt diese verdammte Verbrennungsgrube. Bauen wir jetzt hier hin und dann ist gut. Zack. Hinter, so, und das ist Carlottas Job. Wenn die gebaut ist. Dann ist jetzt erstmal die Leiche weg und das mit dem Grab. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist sehr, sehr cool für unsere Paula mit ihrem Krebsgespür, wenn sie weiß, wenigstens... oh nein. Okay, ich... Das ist echt makaber, dieses Spiel. So, was ist hier los? Was wächst denn hier? Die Heizung, ach, das ist alles noch nicht so weit. Vielleicht doch lieber die Lunge rausoperieren, ob sie damit überlebt. Ist nur ein Lungenflügel. Tja. Carlotta. Nee, Paula. Das machen. Aber wie macht man denn diese Operation? Körper. Was kann ich denn da jetzt machen? Operationen. Krebsgespür. Entferne ein Körperteil. Ich könnte die linke Lunge entfernen. Aber das ist doch irgendwie... Wollen wir das jetzt echt machen?
Aber es ist immer noch bei 50%. Ich meinte, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Nachts ist die Wachstumslampe immer aus. Ah, okay, sehr cool. Noch klappt das irgendwie mit unserer Batterie und dem Strom? Also irgendwie noch scheint die nicht so mega viel zu verbrauchen. Wir müssen das mal ein bisschen beobachten. Später kann man künstliche Körperteile erforschen, ja. Also ich bin mir nicht sicher. Wir beobachten das mal. Ich glaube, ihr Zustand hat sich noch nicht verschlechtert. Ich meinte, wir können die doch später noch. Warum stehen die denn hier alle am Klo rum, ey? Das ist doch echt. Wir müssen ein Klohäuschen bauen, glaube ich. Wir können hier so Mini-Klohäuschen bauen. Irgendwann ist übrigens auch noch eine riesen Hygieneanlage dran, so mit Duschen und Klos und sowas. Das muss auch noch kommen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich bin jetzt ein bisschen überlegen, ob wir tatsächlich nicht das mit den Klos ein bisschen anders machen. Kann man eigentlich das Klo auch versetzen? Ja. Kann man auch Prioritäten fürs Klo einsetzen? Nee. Ich meinte, das war ja hier nur, als das Gefängnis war, ne? Das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Oh Leute, wir haben zu viel Essen. Der Raum quillt über. Von einem Gefangenen oder Gast eine gesunde Lunge entnehmen und Powder einsetzen. Ja, es gibt spezielle Klotouren, das habe ich auch schon gesehen. aber das ist ja dann noch wieder eine andere Sache. Okay, hier ist Blaufell. Ja, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir so ein kleines Klohäuschen irgendwo noch hier hinbauen. Hier am Lager so ran. Komm, das hat doch jetzt totale Priorität. Oder, warte mal, ein Klohäuschen mit mehreren Klos. Oder wir machen einfach das so. Ne, das ist zu klein dafür. Jetzt wird's ganz komplex. Was hängen die da überhaupt im Klo rum? Was machen die denn da bitte? Wartet. Worauf wartet der denn da? Die warten auf dem Klo. Guck mal, Schauter will schon wieder kacken gehen und ist sauer, weil die da rumwarten. Ey, das geht gar nicht. Können die mal weggehen? Guck mal, er ist total sauer, aber Schauter, der ist ja ein bisschen robuster als Snowden. Das ist nicht so ein Weichei. Hat eigentlich Snowden jetzt Freude, weil er seine fast eindrucksvolles Schlafzimmer. So, was ist hier? Hier passiert noch nichts. Verbrennungsgrube ist auch noch nicht gebaut. Hier kommt jetzt erstmal die Heizung rein. Ja, gute Nacht, Dr. Wolfsherz. Schön, dass du dabei warst. Okay, neun Gefangenen. Ich meinte, das ist schon eine Idee, ne? Dass wir den nehmen wir gefangen und operieren ihm eine Lunge raus. Könnte man machen. Ja. Ich habe das mit den Klotüren kapiert, aber trotzdem muss man ja den Raum irgendwie dann irgendwie unterteilen, ne? Also warte mal, ich mach das nochmal. Wir gucken uns das mal an. Ich habe das auch schon gesehen mit den Klotüren. Toilettentür. So, Toilettentür, was hier? Sie waren schrecklich enttäuscht von ihrem Aufenthalt. Sie haben genug von dir und werden diesen Ort in Zukunft meiden. Ja, kommt. Also bitte, wenn ihr auf dem Klo immer rumhängt, dann braucht ihr euch nicht wundern. So, und wie? Das heißt, man muss aber trotzdem hier erstmal eine Struktur rumbauen. Oder wie läuft das? Das ist jetzt irgendwie unklar mit der Klotür. Man muss ja trotzdem eine Wand bauen, oder? Verstehe ich sonst nicht, ehrlich gesagt.
Hier muss ich doch jetzt eine Wand bauen, sonst macht das doch keinen Sinn. Ja. Okay, das ist Klo Nummer 1. Wir könnten dann aber einfach diesen Wascheimer rausnehmen und hier Klo Nummer 2 reinbauen. Und dann haben wir das Thema erledigt. Den packen wir hier hin. Und dann kommt da ein neues Klo hin. Und dann haben wir alle unsere Probleme gelöst. So, wir haben schon 80 Steinblöcke. Reicht das? So, und hier... Leute, was habt ihr für eine Erfahrung? Oder kann man beim Reis gucken, wie viel Temperatur braucht Reis zum Wachstum? Benötigt... steht hier keine Temperatur? Minimale Wachstumstemperatur 0? Wie bitte? Wie müssen wir die Heizung jetzt einstellen? Im Moment ist sie auf 21 Grad, das ist doch Quatsch. Auf was stellen wir sie ein? Auf 11? Auf 0? Muss sie nur frostsicher stehen? Damit haben wir alle unsere Probleme gelöst. Ja, genau. Die nächste Statue ist übrigens hergestellt. Cool. Aus Stahl. Wieso hast du eine Statue aus Stahl gebaut? Ich habe dir das doch verboten. Hallo? Hallo? Hat er das gebaut, bevor ich das Verbot gemacht habe? Du solltest keine Statue aus Stahl bauen. Und wir brauchen wieder Holz übrigens. Boah, Carlotta trägt dieses Riesending. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte gucken. Also, durstiges Känguru. Diese Statue handelt von einem von Sonnenlicht umringten Mond. Während die Sterne sichtbar werden, eine Gemeinde von Zuschauern schauen friedlich in den Himmel. Diese Inschrift erzählt von dem Ereignis am 2. September, als eine Sonnenfinsternis bei der Niederlassung von Princess stattfand. Wieso immer Princess? Sag mal, warum sind die alle so scharf auf Princess? Ich meine, Princess ist total gut gelaunt und so. Schon klar. Wer ist denn unser nächster Problemfall? Ich glaube Paula, weil sie krebskrank ist. Kriegt sie dieses tolle Ding. Ja, ja, die aktuelle Temperatur ist mir klar. Die Frage ist, was der Reis braucht. Dach müsste hier eigentlich gebaut sein, ja. Kühlhaus-Erweiterungsteil freigeben? Wieso? Liegt denn schon mal irgend... Wie bitte? Komm, hier ist doch immer noch Platz. Jetzt erzählt doch nichts. Ich will einfach nur recht haben, Leute. Okay, dann machen wir 15 Grad, weil es immer abkühlt. Ich verstehe. So, Strom wird langsam weniger. Ich glaube tatsächlich, wir sollten eine zweite Solaranlage bauen. Ich bin langsam überzeugt, dass das nötig ist. Ach Quatsch, ich glaube, das war das Falsche. Hoffen wir mal, dass das richtig wird. Zuerst schenkt er ein Grab und dann eine Statue. Ja, so, genau. Ist der Wascheimer umgestellt? Sehr schön. Dann bauen wir jetzt hier ein neues Klo hin. Ordnung muss sein. Eine neue Latrine. Und dann würde ich sagen... Achso, wir brauchen natürlich dann wieder eine Toilettentür. Und dann bauen wir dort eine neue... Noch eine neue... Kleine...
Ach nee, das geht da nicht. Das ist natürlich doof. Nee, wir bauen denn hier so einen Vorraum. Das war Quatsch jetzt. Das kommt mal bitte weg. Abbrechen. Den könnt ihr sowieso mal hacken. Und dann bauen wir hier... Ey, wir bauen uns hier so Hüttchen und so weiter. Wahnsinn. Hier bauen wir einfach eine Wand vor. Mit einer Tür. Großartig. So, das ganze Klo- und Hygienethema ist erstmal geklärt, würde ich mal sagen. Dieses Klo wird jetzt... Kann man das auch sperren? Ich wollte es ja als Gefängnis hier nutzen. Eigentlich sollte hier keiner rein. Kann man das... Kann man die Tür irgendwie... Nee. Ach, wisst ihr was? Nee, deinstallieren ist auch doof. Naja, jetzt sind ja keine Gäste mehr da. Alles gut. Okay. Wir haben jetzt 200 Steine. Es ist soweit, wir können hier unsere Mauer bauen. Äh, 80 zu wenig. Weil möglicherweise wir das jetzt aus Sandstein geplant haben. Wir aber jetzt... Marmor... Oh nein. Ich hasse es. Es war doch keine gute Idee, alle Blöcke bauen zu lassen. Kann ich das irgendwie... Ja, kann ich. Dann bauen wir doch aus Marmor, oder was? Wir bauen eine Marmormauer. Das reicht. Okay. Die Sache ist geklärt. So, jetzt war noch die Idee, dass wir vor die Sandsäcke... stackt das hier eigentlich noch genug? Oder müssen wir vielleicht doch das mal fragen? Ah, schaut mal. Es muss vielleicht doch angemacht werden. Strom an. Wir haben hier Zieltemperatur minus 10. Machen wir auch minus 10. Alles klar. So, das läuft. Zweite Solaranlage läuft. Gut. Batterien gehen langsam runter. Aber ich denke, das haut schon hin. Puh. Leute, Leute. Ah, okay. Wenn ich die Betten auf Gefangene schalte, dann ist das alles deaktiviert. Guter Hinweis. Dann ist der gesamte Zimmer ein Gefangenenzimmer. Ah, okay. Und dann gehen sie da nicht auf Klo. Ja, hervorragend. Vielleicht sollten wir noch so nett sein und zumindest eine kleine Fackel da reinbauen. Ich finde, ja, wir sollten so nett sein. Kommen die denn da noch ran? Können die da durchlaufen, wenn da eine Fackel ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal gucken. Boden. Bierschiss und offenes Feuer. Einen Boden soll ich noch da machen. Wollen wir da vielleicht mal ausnahmsweise einen hygienischen Boden machen? Kommt. Jetzt machen wir so ein Luxus-Klo mit Plumps-Effekt. Böden. Beton. Ja, komm. Gönnen wir uns einen Betonboden. Oder gönnen wäre eher ein Sandsteinboden, oder? Das ist auch Quatsch. Aber trotzdem, nee, wir machen hier einen Betonboden. So, ein bisschen Luxus muss sein. 473 Holz, das läuft auch schon wieder. Alles gut. Hier oben ist schon mal so ansatzweise irgendwas hingebracht worden. Okay, er geht da pennen. Das geht auch. Alles klar. Sehr schön. Und MacGyver ist nicht ganz so gut drauf. Was hat er für Probleme? Schläfrig. Wieso in Kälte geschlafen? Wieso ist es hier nicht warm?
15 Grad. Ist zu kalt für die. 16. Wir müssen das höher stellen. Wir müssen das höher stellen. Vielleicht doch auf 20. Draußen ist jetzt minus 2. Wir gucken mal, wie es jetzt hier eigentlich ist. Hier ist es 17, da 13. Ach du Schreck. Nee, das geht gar nicht. Hat doch einen ganz schönen Verlust. Hier stellen wir mal auf 21, weil hier das Zweizimmer. Ja, das ist interessant zu beobachten. Aber hier ist jetzt schon wieder nichts drin, Leute. Ich stelle das wieder ab. Wir müssen Strom sparen. Es gibt eine neue Skulptur im Lager. Habe ich noch gar nicht gesehen. Wo denn? Ist das eine Skulptur? Ne, ist ein Bauteil. Ich sehe keine Skulptur. Ach da, ich sehe sie. Okay. Buch mit Toten. Diese Schnitzerei verbildlicht die Erzählung von einer Fichte. Ein Cowboy schwebt am Rand des Bildes. Eine Linse dominiert den unteren Teil des Bildes, was ein interessanter Kontrast ist. Ja. Warum ist ein Carlotta jetzt so schlecht drauf? Absoluter Erholungsmangel. Das ist ja ein schlechtes Zeichen. Na komm, dann kriegt Carlotta erstmal das Ding, wobei das natürlich jetzt Quatsch ist, aber egal. Warum hat sie denn absoluten Erholungsmangel? Müssen wir hier doch noch ein bisschen was machen? Kriegen die doch alle mittags frei, naja, zur Auswahl. Was ist hier? Inspirierter Chirurg, Prinzess. Die Wahrscheinlichkeit, bei der nächsten Operation erfolgreich zu sein, ist doppelt so hoch. Trotzdem verbleibt eine kleine Chance zu versagen. Die Inspiration endet nach 8 Tagen oder wenn die Operation durchgeführt wurde. Ja, krass. Leute, ich pausiere mal. Das müssen wir diskutieren. Ist jetzt der Moment für die Lungen-OP gekommen? Das Alter halt. Okay. Ah, das Alter wirkt da auch. So, wie machen wir das denn? Am besten so nachts, wenn sie schläft, kommen wir mit dem Skalpell an. Ah, Paula ist direkt mal aufgestanden. Und ist jetzt schon am Essen. okay. Wer ist jetzt der bessere Arzt? Princess hat 7 inzwischen und Schauter hat auch 7. Ich würde sagen, wir vertrauen eher. Achso, Princess hat ja auch die Inspiration, natürlich. Aber sie soll erstmal ausschlafen. Es hat jetzt auch keine Eide. Erstmal den Raum säubern per Prio-Befehl. Ja, dazu müsste man wissen, wo man die OP jetzt durchführt, ne? Paula ist ja jetzt hier am Start und läuft durch die Gegend. Ist am Kochen. Ja, die Frage, in welchem Raum operieren wir denn jetzt hier? In ihrem Schlafzimmer oder was? Auf dem Klo. Wir haben kein Krankenzimmer. Besucher. Nee, komm. Wir können natürlich jetzt das mal als Krankenzimmer machen, ne? Oder es ist Quatsch. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Machen wir das danach erstmal sauber. Im Schlachthaus sind Instrumente. Im Krankenbett ist wichtig. Okay, das heißt, sie muss irgendwie ins Krankenbett kriegen. Aber kriegt man sie dann gesund ins Krankenbett? Ich probiere es mal kurz mit. Nee, so einfach nicht. Krankenbett. Kann ich jetzt auch nicht zuweisen. Oder man lässt sie schlafen, definiert das Bett um als Krankenbett und man macht dann die Operation. Die Frage ist so, als ich Klinik oder Krankenhaus? Ja, herrlich. Ah,
Ich liebe die Kommentare dazu. Krankenbetten im Gefängnis können nur von Gefangenen benutzt werden. Ja gut, ich meinte, wenn ich das hier auch als Krankenbett definiere, dann ist das jetzt kein Knast mehr, oder? Ach so, ich definiere es einfach mal. Ja, genau. Jetzt ist es ein normales Krankenbett. Okay, dann müssen wir sie anwählen und dann legt sie sich dahin. Gut, ich verstehe. So, Princess, wenn du jetzt schon die OP führst, wirst du danach auch... Wie kann man denn reinigen befehlen? Geht das hier? Bla bla bla, Objekte wegtragen, abbauen. Wie kann man denn das Reinigen manuell befehlen? Das ist mir nicht bewusst. Jetzt geht Schauter, der erstmal kacken. Princess macht jetzt schon von selber sauber. Ah, okay, wenn da etwas ist, per Rechtsklick. Aber es ist nichts. Ah, okay, alles klar. Dann ist alles sauber. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment gekommen. Princess, Rechtsklick Paula. Geht nicht. Halt nein. Wir müssen ja erst die OP machen. Alles klar. Körper, Krebsgeschwür, Operationen, linke, entferne Geschwür. Ah, schaut mal. Es geht auch Geschwür entfernen. Man muss nicht nur... wir können direkt das Geschwür entfernen. Benötigt 6 Medizin, haben wir auch. So. Nee, Medizin 10. Warum steht denn hier 10? Da vorne war es 6 eben. Schade. Na gut, dann müssen wir die Lunge entnehmen. Okay, das ist jetzt eine heikle Information. Eine heikle Aktion, deswegen gucken wir mal, was jetzt passiert. Was forscht sie da eigentlich rum? Du sollst jetzt hier die OP machen. Überfall! Nix mit OP. Überfall, Leute. Stammesmitglieder. Oh, 2. Einer mit dem Messer und einer mit einer Keule. Ja gut, Nahkämpfer. Die kommen aus der Richtung. Jetzt werden wir es möglicherweise bereuen, dass wir hier nicht zugemacht haben. So, komm, wir müssen erstmal die OP abbrechen. Beenden wir das erstmal, das Thema. Gut. Verdammt, MacGyver hat jetzt nur das Repetiergewehr und nicht das Sturmgewehr. Wie machen wir das jetzt am besten? Kriegen wir den Wechsel noch hin? Snowden, meine ich. Snowden hat jetzt das Repetiergewehr. Okay, Kampfmodus. Hier hingehen. MacGyver. Kampfmodus mit dem Sturmgewehr. Hier vielleicht hingehen. Nur bewusstlos schießen. Frische Lungen. Okay. Gut. 2 Leute. So, wen haben wir noch? Wir haben sie. Was hat sie? Sie hat gar nichts. Du hast den Revolver, aber das ist nur so eine Notvariante eigentlich. Aber du musst dich auch bereithalten, würde ich mal sagen. Wo hältst du dich bereit?
vielleicht hier an der Ecke. Carlotta ist im Nahkampf geübt. Die stellt sich mal hier in die Ecke. Kommt vielleicht rausgesprintet. Oder auch hier. Wäre auch eine Möglichkeit. Kommt raus und messert sie im Rücken ab. Paula hat eine Schrotflinte. Paula ist auch gar nicht so schlecht. So, Paula könnte man vielleicht daneben stellen, dass sie hier um die Ecke schießt. Bin mir nicht ganz sicher. Schaut er weiter hoch in die Defensivstellung? Das Problem ist, er kann ja, kann er von dort schießen? Na, wir probieren es. So. Gut. Dann lassen wir mal laufen. Ich hoffe, die anderen bringen sich selber in Sicherheit. Wo sind sie denn? Oh, sie kommen da. Sie kommen da rum. Jo, Leute. Es wird interessant. Wo ist denn der andere? Da. Okay. Schießen eigentlich automatisch? Nee, ne? Ich weiß es gar nicht. Kann man hier einstellen, ne? Schießen erlaubt. Ja, sie schießen automatisch. Okay, sehr schön. Es geht los, Leute. Es geht los. Okay, der eine ist down. Der versteckt sich hier. Snowden, geh bitte hier hin. MacGyver geht hier an die Ecke. Nee, Snowden geht wieder zurück. Paula geht hier an die Ecke. Jo, alles klar. Ja, ich würde mal sagen, die erste souveräne Abwehraktion, die wir hier gemacht haben. Ja, gleich retten. Leben sie noch? Sie bluten aus. Der ist tot. Der lebt noch. Okay. Warte mal. Das machen wir jetzt so. Das wird jetzt, ist ja schon die Krankenstation. Gefangene. Genau. Gefangene Krankenbett. Wie machen wir das? Kannst du jetzt hier direkt daran gehen? Krieger gefangen nehmen. Ja. Und ihr könnt euren Job tun. Und Carlotta schnappt sich die Leiche. Ist Rotonio? Erlaubt ist er doch, ne? Kannst du den nicht nehmen? Ach, wir haben übrigens das hier. Das ist gebaut, die Verbrennungsgrube. Wie können wir das denn hier? Verbrenne Leiche. Wiederhole für immer erstmal. Obwohl, das sind auch Tierleichen, ne? Ich weiß nicht genau. Ach scheiße, das machen wir jetzt nicht. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Rettung der Lunge. Du kannst aus dem Kampfmodus rausgehen, glaube ich. Nein! Du sollst ihn doch holen. Krieger gefangen nehmen. Okay, Raumschiff. Warte mal, wo ist das hier? Raumschiffstück. Zurück, 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 zurück. Das Blöde ist, nee, wisst ihr was, wir machen das mit Shouter, diese Operation, wenn wir die Lunge da entnehmen, weil Princess braucht ja noch ihre Inspiration für die andere Operation. Kann man die Lunge entnehmen? Geht sowas? Und was macht man denn mit der Lunge? So, da liegt der jetzt. Princess. So, und was machen wir jetzt? Wir behandeln ihn erstmal, oder? Ich denke ja. Der muss erstmal stabilisiert werden. Und dann? Dann operieren wir ihn. Wahrscheinlich hat er selbst Lungenkrebs.
Na, ja, seine Lunge ist ganz geblieben. Er blutet in 2 Stunden aus. In 4 Stunden. Eigentlich reicht das für die Lungen-OP, oder? Wir stellen das schon mal ein, ja. Wir entnehmen die linke Niere. Aber nicht mit Princess. Verdammt. Wie machen wir das denn? Wie kann man jetzt sagen, dass die OP, von wem die OP durchgeführt wird? Das möchte ich jetzt festlegen. Ach so, nicht die Niere. Okay, alles klar. die Frage ist noch, wie man das macht, dass jetzt nicht Princess die OP macht. Kunstfehlerprozess. Medizinpriorität. Das ist der einzige Weg. Na gut, wisst ihr was? Ich glaube, ich stelle die OP noch nicht ein. Lassen wir ihn erstmal behandeln. Wenn er stabil ist, dann stellen wir Princess ab als Arzt. Und dann kommt Schauter und wird die OP durchführen. Unsere schöne Medizin. Ach, aber endlich mal ein einigermaßen souveräner Kampf. Nur gut muss man sagen, dass die nicht geschossen haben, sondern nur Nahkämpfe waren. Insofern relativiert das Ganze ein bisschen, aber trotzdem ein Erfolgserlebnis. So, es sieht so aus, als ob er erstmal stabil ist. Okay, dann schalten wir jetzt mal Princess Arzt weg. Komplett weg. Ganz, um auf Nummer sicher zu gehen, ihn auf 1. Und jetzt kommt die OP. Also nochmal, entnimm linke Lunge. Okay. So, und jetzt mit Rechtsklick. Ja, priorisiere operieren von Bieber. So, jetzt geht's los, Leute. Was holt er jetzt? Er holt jetzt die Kräutermedizin. Wäre es jetzt nicht eigentlich besser, wenn er super gute Medizin nimmt? Nee, wir warten jetzt nicht. Das kommt jetzt sofort. Okay, jetzt wird's spannend. Ich will das sehen. Ich will dabei sein. Kann man das irgendwie beobachten? Paula sollte am besten schon in der Nähe sein. Wollen wir das dann gleich durchziehen? Muss nicht erst das Blut weggewischt werden? Ich kann ja Paula am Kampfmodus dahin bringen. Kann sie schon mal draußen warten. Ob sie ahnt, was auf sie zukommt? Paulas Bett zum Krankenbett? Ach so, ja. Das ist ja jetzt Gefangenenraum. Ah, alles klar. Nee, das ist richtig. Wir müssen ihr Bett zum Krankenbett machen. Und dann schicken wir Paula mal dahin. So, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Und wie bauen wir denn die linke Lunge ein? Ich weiß nicht, geht das überhaupt? Erntete Lunge. Es hat geklappt. Hat er jetzt die Lunge dabei oder was? Ich weiß es nicht. Wo ist jetzt die Lunge? Da ist die Lunge. Sie liegt dort. Ich fasse es nicht. So. Und jetzt, warte mal. Jetzt kommt erstmal Schauter wieder auf 2. Sie war 3. Princess 1. Und jetzt
bereiten wir die OP vor hier, Körper. Was müssen wir jetzt machen? Implantiere. Müssen wir jetzt erstmal die Lunge entfernen und dann implantieren oder wie geht das? Oh mein Gott. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das Problem ist, ja. Also das Entnehmen, da hat sie ja ihren Perk. Das klappt vermutlich. Aber dann muss sie ja noch eingeführt werden wieder. Und funktioniert das denn auch irgendwie hier so? Hm. Kannst einen Abwasch machen und gleich implantieren. Ja, wie denn? Implantiere Gebiss. Ich sehe hier nichts. Ich sehe nicht, dass ich die Lunge implantieren kann. Oder muss die Lunge erst im Lager liegen? Vielleicht ist das so. Vielleicht muss die Lunge erst ins Lager. Dringend tragen. Ja, auf maximale Medizin stellen wir. Bei Paula, ja, tatsächlich. Princess trägt sie jetzt erstmal ins Lager. Mal gucken, ob sie dann mir angeboten wird. So, jetzt Paula. Paula, Operation. Implantiere Lunge, das geht. Wie geil ist das denn? Das ist ja großartig. Okay, Leute, jetzt geht's los. Princess. Ach so, die muss jetzt aus dem Modus raus. Princess. Wie nicht bereit für Operation? Wieso bist du nicht bereit für die Operation? Was willst du denn jetzt machen? Entfernt Dreck. Nicht bereit für Operation. Hm. Erst ins Bett mit dir. Das geht nicht so einfach. Paula ins Bett legen. Schlaf bis vollständig geheilt. Okay. Gut, probieren wir es jetzt. Princess. Tatsächlich, das geht. Okay, säubere. Sollen wir erstmal säubern? Komm, erstmal sauber machen. Krankenbett haben wir schon gemacht. Das ist Krankenbett. Betäuben, sagt Unkraut. Komm, wir machen sie erstmal sauber. Paula darf schmutzig sein? Glaube ich nicht. So, jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen betäuben, die anderen sagen gleich operieren. Was meint ihr? Wollen wir erst eine Betäubung machen? Nee, ne? So Quatsch. Das passiert automatisch. Okay. So, wir operieren jetzt. Wir operieren jetzt. So, das heißt, sie müsste jetzt eigentlich die Lunge holen, oder? Sie holt erstmal die Medizin. Und was ist mit der Lunge? Wo liegt die Lunge überhaupt? Okay, Activity implantiert Lunge. Nimmt zweimal Medizin dafür. Wahrscheinlich holt sie dann noch die Lunge, oder? Die macht das schon. Okay, ah, sie holt die Medizin. Ah, ja, sehr gut, Leute. Gott, was für ein grandioser Moment hier. Die Medizin betäubt, dann kommt die Lunge. Alles klar. Jetzt wird noch schön die Statue gebracht. Was machst du denn da? Ach, du machst nochmal sauber. Ja, das ist gut. Ich dachte, du störst ja die Operation. So, jetzt heißt es Daumen drücken. Aber sie hatte ihren Perk.
Hoffentlich wird die alte Lunge auch überschrieben. Ja, stimmt. Aber dann müsste eigentlich das Krebsgespür raus sein. Oh mein Gott. Durch den Acker gelatscht, direkt zur OP. So, Leute, ist das die Rettung von Paula? Eieieiei. Oh nein! Ich will's sehen. Paula. Was für ein... Ist nicht mehr inspiriert. Ruht sich aus. Paula, wie geht's dir? Ganzer Körper Betäubung, Oberkörper Stichnarbe. Wir haben es geschafft, Leute. Paula hat keinen Krebs mehr. Woo! Princess hat's geschafft. Großartig. Ich bin begeistert. Jetzt müssen wir noch überlegen, was wir mit ihm machen. Okay, Leute. Wisst ihr was? Das ist so ein schöner Moment. Wir machen jetzt Schluss. Wir sind auch kurz vor dem Winter. Ich denke, das ist jetzt ein perfekter Moment, erstmal diese Session RimWorld zu beenden. Princess, oh, gibt ihr noch ein bisschen was zu essen? Noch mehr Organe? Na, ich meinte bitte, was wollen wir da jetzt noch rausholen? So prophylaktisch oder was? Das ist doch albern. Oder kann man die verkaufen? Darauf eine Marmorstatue von Princess. Moralisch fraglich. Kann man verkaufen? Okay. Ich würde mal sagen, das lassen wir mal ein bisschen sacken und diskutieren das beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt erstmal ab. Ja, das ist schon echt denkwürdig. Das ist wirklich gut. Verdammte Axt.